So, dann starte ich jetzt ganz offiziell und begrüße Sie sehr herzlich zur Online-Veranstaltung heute Design for Repairability. Reparierbarkeit lernen, was braucht es in der Ausbildung? Na, dann stelle ich Ihnen jetzt als nächstes kurz das Programm von heute vor, was Sie erwartet. Also die Veranstaltung ist im Rahmen von einem geförderten Projekt. Das stelle ich Ihnen kurz vor, was sonst noch im Projekt passiert. Und dann haben wir vier Vorträge. Den Steffen Wangerow aus Deutschland, ich stelle ihn nachher genauer vor, Peter Knobloch, unser Projektpartner von der Universität für angewandte Kunst in Wien. Dann machen wir eine kurze Pause, aber wirklich nur so 5 Minuten geplant. Dann kommen die nächsten zwei Vorträge mit Lisa Czerny vom Umweltbundesamt in Deutschland und der Sepp Eisenregler vom RUS in Wien. Danach, so die Zeit will, haben wir ein bisschen eine längere Pause von 15 Minuten ungefähr eingeplant. Und danach gibt es die Breakout-Sessions, wo jeder von Ihnen die Möglichkeit hat, einer Gruppe beizutreten und mit den Vortragenden, die auch in diesen Breakout-Sessions sein werden, dann noch vertiefend zu diskutieren. Weil nach den Vortragenden oder während den Vorträgen können Sie im Chat Ihre Fragen schreiben und mein Kollege Markus Bieringer wird sie den Vortragenden dann stellen. Und da werden wir uns eher beschränken auf einfach ein paar allgemeine Fragen oder die wir in der ganzen Gruppe besprechen und danach noch in den Breakout-Sessions einzeln. Nach den Breakout-Sessions bringen wir dann die Moderatorinnen der Breakout-Session die Ergebnisse und was diskutiert wird in die große Gruppe, ins Plenum und danach gebe ich noch kurz einen Ausblick im Projekt und andere Veranstaltungen, die folgen. Zum Projekt. Das Projekt heißt Design for Repairability, ist von der Verpackungskoordinierungsstelle gefördert. Das sind unten das Logo, VKS. Die Projektpartner sind wir von der Umweltberatung und die Universität für angewandte Kunst in Wien mit dem Projektpartner Peter Knobloch, der auch ein Vortragender heute ist. Das Kernstück dieses Projekts ist die Entwicklung einer Lehrveranstaltung im Studienzweig Industrial Design zum Thema Design for Repairability, die gerade das erste Mal eben entwickelt worden ist und jetzt letzte Woche gestartet hat auf der Angewandten. Und begleitend machen wir da auch Reparaturworkshops und Exkursionen für die Studierenden und Gastvorträge. Und im Projekt sind zwei Veranstaltungen geplant. Das ist jetzt die erste und die zweite ist geplant im Herbst, im September 2022. In Kooperation mit der Vienna Design Week wird das dann stattfinden, geplant physisch auf der Angewandten. Das Ö1-Logo sehen Sie hier auch noch, weil wir eine Kooperation für die Veranstaltungen haben mit Ö1. Vielleicht haben Sie letzte Woche im Help Konsumentenmagazin den Beitrag gehört. Hier noch ein paar Impressionen von der gestrigen Exkursion. Da waren wir mit den Studierenden im DAZ und im RUS. Da sieht man einen Vortrag von der MA48 auch. Dann sieht man hier den Müll, wie er angeliefert wird im DAZ und dann aufbereitet wird. Hier dann auch im DAZ, wo das sortiert wird. Und sehr spannend. Ich habe jetzt nicht zu viele Fotos nehmen, aber wie das dann aufbereitet wird und dann wieder im eigenen Shop tolle Elektrogeräte verkauft werden. Dann sind wir ein paar hundert Meter weitergegangen, gleich zum Bus und haben dort auch einen Vortrag gehört, wie das im Reparier- und Servicezentrum Elektrogeräte repariert werden, besonders Waschmaschinen, die wir sehen. Und das war, glaube ich, eine sehr interessante Exkursion. Bevor wir mit den Vorträgen starten, möchte ich Sie bitten, hier jetzt den Barcode zu scannen mit dem Handy oder falls das mit dem Scannen nicht funktioniert, www.sly.do einzugeben und dann mit diesem Code zu den Fragen zu kommen. Wir möchten noch ein bisschen Eindrücke von Ihnen gewinnen, bevor wir mit den Vorträgen starten. Ich glaube, ich komme aufs Handy drauf an, aber bei mir kann ich einfach mit der Kamera hingehen, ein Foto machen und dann kommt die Webpage. Dann teile ich schon mal mein Bildschirm mit den Ergebnissen. Kommen ja, schon wenn,
Ersten sind schon da. Ja, vielleicht warten wir noch ganz kurz, ob alle schon gut das gescannt haben. Und dann teilen wir das, wo wir ihre Eingaben sehen können. Genau, bei mir steht es dann auch noch auf dem Bildschirm noch mehr oben, weil es länger braucht. Okay, dann stoppe ich mal. Ja, da sehen wir schon. Nachhaltigkeit, Langlebigkeit sind eindeutig die größten, weil umso größer die Wörter geschrieben sind, umso häufiger werden sie verwendet. Reparatur, reparierbar, Ersatzteile, Ressourcenschonung, Zukunft, Qualität. Ja. Immer mehr, aber Nachhaltigkeit und Langlebigkeit halten sich auf Platz 1 und 2. Ja. 53 Antworten haben wir. Da warten wir noch ganz kurz. Und dann bleiben Sie in Slido. Es gibt dann noch eine Frage an Sie. Gut, ich glaube, es haben die meisten ihre Stimme abgegeben, dann starten wir die nächste. Ja, genau. Was ist Ihr beruflicher Hintergrund? Wenn Sie sich zu einer von den Kategorien zuordnen oder eben die keine der oben genannten? Ja, jetzt sind wir wieder. Okay, haben wir keine guten Kategorien gewählt, wenn die meisten sich nicht wiedergefunden haben, aber trotzdem sehr interessant. Also viele Studierende, die Studierende eben von der Lehrveranstaltung, die jetzt gerade läuft, wurden da eingeladen, sich auch da teilzunehmen. Dann viele Ausbildner und Lehrende, 10% Reparateure und ein paar Designer. Ja gut, dann vielen Dank für das Abstimmen. Wir werden am Ende das leider noch einmal verwenden, also Sie können es gerne am Handy offen lassen. Und also wir hören den Stuhl, beziehungsweise ich. Warte, das war jetzt ein anderer Ton, oder? Ich glaube, es war nicht an mich, ich habe es nicht ganz verstanden. Okay. Ja, dann sind wir schon beim ersten Vortrag angelangt. Ich darf den Steffen Wangerow begrüßen als ersten Vortragende von der Wangerow GmbH. Das ist ein Verbund von 1000 Reparaturbetrieben. Wir sind auf ihn aufmerksam geworden, auch über den runden Tisch der Reparatur, wo er Vorstandsmitglied ist. Er ist selbst auch Reparateur und gelernter Informationselektriker. Entschuldigung. Ja, und hat in seinem Leben schon fast alles repariert und kennt sich wirklich aus in der Praxis und auch die Wünsche und Bedürfnisse der Reparaturbetriebe. Und jetzt darf ich an dich weitergeben mit dem Vortrag Die vier Todsünden der Reparatur. Ja, vielen lieben Dank, Helene. Ja, auch von meiner Seite aus Dankeschön für die Einladung überhaupt und auch, dass es so eine tolle Veranstaltung jetzt gibt. Das ist keineswegs selbstverständlich und es war in der Vergangenheit auch eigentlich nie ein Thema und dass das Thema Reparatur so eine große Öffentlichkeit jetzt gefunden hat, das freut mich natürlich sehr. Ja, vielleicht ganz kurz zu mir vorneweg. Mein Name ist Steffen Wangerow, wie bereits erwähnt. Ich bin Informationselektroniker für Geräte und Systeme. In Deutschland hat man ja die Berufsbilder ein bisschen abgeändert. Das hieß früher mal Radio-Fernsehtechniker. Ich
bin darüber hinaus Betriebswirt und ich bin heute eben als Vertreter, sage ich mal, von zwei Organisationen hier. Zum einen von der Wangerow GmbH und vom Runden Tisch Reparatur. Der Runde Tisch wurde 2015 gemeinsam von uns mit anderen gegründet und da sind eben alle diejenigen mit vertreten, die sich mit dem Thema Reparatur beschäftigen. Das sind natürlich zum einen Handwerksbetriebe, auf der anderen Seite aber auch Verbraucherzentrale, der BUND, das ist ein Umweltschutzverbund in Deutschland, NABU, Naturschutzbund in Deutschland, iFixit zum Beispiel, die auch wahrscheinlich einige von euch kennen. Und eben auch wir, die Firma Wangerow aus Reutlingen, das liegt in Süddeutschland in der Nähe von Stuttgart. Und wir beschäftigen uns jetzt seit mittlerweile 65 Jahren mit dem Thema Reparatur. Und ich habe heute die Chance und die Möglichkeit, euch die aus meiner Sicht vier größten Fehler oder Entwicklungen auf dem Markt zu präsentieren, welche sich eben gegen die Reparatur und damit auch gegen die Nachhaltigkeit entwickelt haben. Und ich erkläre auch oder werde auch ein bisschen darauf eingehen, warum wir unbedingt ein Recht auf Reparatur brauchen und warum eigentlich eine Reparaturgesellschaft das gute Gegenmodell wäre zu einer Wegwerfgesellschaft. Und dabei gehe ich jetzt ganz konkret auf die Dinge ein, was nach meiner Meinung nötig sind, um in Zukunft Reparierbarkeit zu erreichen und eben auch Reparierbarkeit zu lehren. Ja, das ist ein großes Thema und ich bin auch sehr gespannt, was auch die anderen Präsentationen noch bringen und freue mich auf jeden Fall auf den heutigen Nachmittag. Ja, bevor ich jetzt aber anfange, möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Auf dem Bild sehen Sie mein Großvater, mein Opa Heinz in seiner Funkwerkstatt. Der war auch gelernter Rundfunk-Fernsehtechniker und hatte damals in den 1960er Jahren ein Unternehmen gegründet in Reutlingen, wurde im Krieg vertrieben aus Danzig. Und damals war das eigentlich völlig selbstverständlich, dass jeder Betrieb, der auch Elektrogeräte verkauft, natürlich eine Werkstatt mit angegliedert hat und seinen Kunden auch eine Reparatur mit anbietet. So, jetzt muss ich die Folie finden. Hier ist sie. Ja, vorneweg eine Frage. Es wird jetzt bei der Personenzahl ein bisschen schwierig, darauf Antworten zu kommen. Ich stelle es jetzt einfach trotzdem mal in den Raum. Wer von Ihnen hat heute überhaupt noch eine Reparaturwerkstatt im Ort, im Dorf, in der Stadt oder im Stadtviertel? In Deutschland, das ist so der Markt, auf den ich jetzt eingehen kann, weil ich mich für den Markt in Deutschland gut auskenne, ist es so, dass mittlerweile 10% der Haushalte keinen Techniker mehr finden, der ihre Waschmaschine repariert. Und das wäre 1960 in der Form sicherlich nicht passiert. Die Situation ist die, wir haben aktuell, wie gesagt, wieder für Deutschland über 20 Kilo Elektroschrott jedes Jahr pro Person. Und ich glaube, das hätte mein Opa nicht mehr verstanden, wie sowas überhaupt passieren kann. Und ja, und deswegen reden wir in Deutschland, ich vermute mal in Österreich ist es gleich, wir reden eben ständig von der Wegwerfgesellschaft. Und ein Riesenproblem ist eben auch besonders der Elektroschrott. Und es ist eigentlich so, dass es völlig einfach zu vermeiden wäre. Im Prinzip lässt sich eigentlich alles reparieren, wenn wir bessere Rahmenbedingungen hätten. Aber was ist denn das? Was sind denn bessere Rahmenbedingungen? Für mich die Top 4 der Katastrophen für die Reparatur habe ich hier mal aufgelistet. Das ist zum einen schlechter Zugang zu Ersatzteilen und Know-how, zu niedrige Neugerätepreise, dann die Verlängerung der Gewährleistung. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich jetzt für den einen oder anderen eine Überraschung. Da will ich aber nachher auch nochmal drauf eingehen, warum das so eine Katastrophe ist. Und was jetzt, denke ich, für heute auch besonders spannend ist, eben das Thema fehlender Nachwuchs bei den Technikern. Ja, die ersten beiden Punkte, der Zugang zu Ersatzteilen und Know-how und die niedrigen Neugerätepreise sind für mich zwei Punkte, die eigentlich relativ nah miteinander zusammenhängen. Zu den Ersatzteilen gibt es im Prinzip drei wichtigste Szenarien. Das eine ist, es gibt gar keine Ersatzteile. Ist natürlich für die Reparatur eine absolute Katastrophe. Gleiches gilt auch für Know-how bzw. Zugriff zu Software. Also wenn ich jetzt eine Software habe, die nur zum Beispiel der Werkskundendienst bekommt, dann kann ich beispielsweise ganz einfache Fehler nicht mehr reparieren. Eine Motorkohle, die einen Fehler auf der Elektronik bringt, kann ich nicht mehr austauschen. Da gibt es mittlerweile Geräte, wo das tatsächlich der Fall ist, obwohl es ein Verschleißteil ist.
Sprich, ich muss eine neue Elektronik verbauen, die ist wahnsinnig teuer. Und das nur, weil ich eben nicht den Zugriff habe auf die, auf das nötige Know-how beziehungsweise auf die Software. Dann ein großes zweiteres Problem ist, es gibt Ersatzteile, aber die Preise sind total überzogen, jenseits von Gut und Böse, so dass sich eine Reparatur wirtschaftlich überhaupt nicht mehr lohnt. Und die Idealversion ist das dritte Szenario, es gibt Ersatzteile und das auch zu einem angemessenen Preis. Das ist meine Wunschvorstellung. So ist eine Reparatur sinnvoll wieder möglich. Leider ist es in der Realität oftmals nicht der Fall. Dazu haben wir eine Umfrage erstellt für die Stiftung Warentest. Und zwar die drei häufigsten Gründe, warum ein Gerät nicht repariert werden kann. Und ich denke, man kann da relativ schnell einen klaren Zusammenhang erkennen, egal ob Waschmaschine, Staubsauger oder Kaffeemaschine. Überall dominieren zu günstige Neugeräte, beziehungsweise vor allem auch zu teure Ersatzteile. Konkret kann ich Ihnen sagen, das kam auch bei der Umfrage ganz klar raus, dass 26% der Waschmaschinen nicht repariert werden, aus genau diesen Gründen. Also bei Kaffeemaschinen sind es 16%, bei Staubsaugern 31%. Und es gibt dazu auch eine repräsentative Umfrage von Emnet im Auftrag von der Verbraucherzentrale Bundesverband, die festgestellt hat, dass 74% der Verbraucher sich schon mal gegen eine Reparatur entschieden haben, weil sie im Vergleich zum Neukauf zu teuer war. Das kann man hier sehen. Wenn man hier sieht, eine komplette neue Waschmaschine für 239,95 €, da ist natürlich eine Reparatur nur sehr, sehr schwierig konkurrenzfähig. Sprich, solange wir eben mit Neugeräten, vor allem auch in Fernost produzierten Neugeräten, konkurrieren mit europäischem Arbeitsrecht, mit europäischem Arbeitsschutz, mit Mindestlöhnen und sonstigen, ist natürlich ist auch schwierig, dass sich eine Reparatur finanziell lohnt, solange der Hersteller auch für die Ersatzteile verlangen kann, was er will. Im Durchschnitt kostet eine Waschmaschinenreparatur in Deutschland 170 €. Wenn die Elektronik getauscht werden muss, sind es sogar 260 €. Hängt natürlich total von der Marke ab. Es ist bei einer Miele zum Beispiel deutlich teurer, wie jetzt bei manchen anderen Herstellern. Bei Miele kostet eine Elektronik im Schnitt zum Beispiel 250 €. Ja, und was natürlich noch erschwerend hinzukommt, ist, dass man in der Vergangenheit von Seiten der Politik und der Presse erzählt bekommen hat, dass es vernünftig ist, alte Geräte, besonders auch Haushaltsgeräte, wegzuschmeißen, unabhängig davon, ob sie noch funktionieren oder nicht. Einfach nur, weil die neuen Geräte anscheinend so viel Energie einsparen, dass sich das für die Umwelt lohnt. Mittlerweile weiß man, dass es absoluter Quatsch ist. Es ist in jedem Fall ökologisch sinnvoll, zum Beispiel eine Waschmaschine länger zu nutzen, auch wenn eine neue Maschine weniger Strom oder Wasser verbraucht. Also zum einen werden die Verbrauchswerte, die da angegeben sind, in der Realität eigentlich nie erreicht. Man kennt es auch vom Auto, wo auch behauptet wird, die werden immer sparsamer. Aber in Wahrheit ändert sich am Verbrauch rein gar nichts, zumindest nicht in der Praxis, nur am Prüfstand. Und allein um die Produktionsenergie von so einer Waschmaschine einzusparen, müsste das Gerät mehrere Jahrzehnte laufen. Wir haben aktuell eine Situation, die durchschnittliche Waschmaschine, die ich heute kaufe, hält im Schnitt 7 Jahre. Und das ist einfach viel zu kurz, um den Verbrauch bei der Produktion wieder aufzuwiegen. Der Ressourcenverbrauch für eine Herstellung von einer Waschmaschine ist wirklich gigantisch. Wir haben hier fast 1 Kilo Elektronik. Wir haben 26 Kilogramm Kunststoffe und 33 Kilogramm Metalle. Und wenn wir eben mehr reparieren würden, eine Verdopplung der Lebensdauer auf 14 Jahre, würden wir 20% der verbrauchten Ressourcen einsparen. Und das eben nicht durch niedrige Energieverbräuche, sondern eben durch Reparatur. Also wenn wir wirklich was Gutes für die Umwelt tun wollen, dann müssen wir sicherstellen, dass Geräte mehrere Jahrzehnte lang genutzt werden. Und das geht nicht ohne Reparatur. Da können wir dem Hersteller vorschreiben, was wir wollen. Mehrere Jahrzehnte, das schaffen wir nur mit Reparatur. Und es gibt eigentlich keinen Grund, warum Elektrogeräte nicht ewig leben. Man kann eigentlich alles reparieren, wenn eben die Rahmenbedingungen soweit passen. Wir brauchen dafür angemessene Qualität. Wir brauchen gute Reparaturbedingungen. Wir brauchen eben so eine Waschmaschine oder andere Geräte, die eben 20, 30, 40 Jahre laufen. Ich habe selber ungefähr ein Jahr lang war ich im Kundendienst
und habe Waschmaschinen und Kühlschränke und Geschirrspüler und so weiter, habe ich alles repariert. Und ich weiß, die Maschinen, die können durchaus 40 Jahre laufen. Ich habe diese Maschinen selber gesehen bei den Kunden, das funktioniert. Und ich kann die heute noch reparieren, besser wie ein neues Gerät. Und es ist eigentlich ein Grund, wirklich darauf zu achten, beim Neukauf auch darauf zu achten, ist dieses Gerät reparierbar? Ich brauche dafür auch einen Fachhandel, der mich wirklich berät. Und Reparierbarkeit hängt auch mit Hochwertigkeit von Geräten zusammen. Also je höherwertig eine Maschine ist, desto besser sind auch die Chancen, dass ich sie dann tatsächlich reparieren kann. Also es ist wirklich ein gigantisches Thema. Wir brauchen hierfür einfach mehr Unterstützung auch als Reparaturbetriebe. Wenn man jetzt zum Beispiel mal Apple nimmt, das ist wirklich eine Vollkatastrophe, wenn es um die Reparatur geht, um jetzt einfach mal auch in einen anderen Reparaturbereich rüberzuschwenken. Apple verweigert seit Jahren oder seit Anbeginn freien Werkstätten ganz gezielt den Zugang zu Ersatzteilen und ist für mich momentan ein Riesenthema, auch auf politischer Ebene. Und da würde ich gerne noch mehr dazu erzählen, aber das schaffen wir jetzt zeitlich nicht. Man kann einfach mal, wenn es interessiert, die Smartphone-Allianz googeln, Smartphone-Allianz und Wangerow zusammen mal bei Google eingeben. Da gibt es wirklich einen Haufen Informationen. So, dann gehen wir gerade mal zu dem dritten und wahrscheinlich kontroversesten Thema, das Thema Verlängerung der Gewährleistung. Das ist ein bisschen überraschend, weil eigentlich klingt es ja erstmal so, längere Gewährleistung löst eigentlich alle Probleme, aber in Wahrheit passiert eigentlich das Gegenteil. Jetzt müssen wir zuallererst mal damit anfangen, hier ein Stück weit abzugrenzen. Also in Deutschland ist es so, wir unterscheiden hier zwischen Gewährleistung, das ist das politische Thema, und Garantie. Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Vorschrift. In Deutschland sind es 24 Monate. Und es ist ganz wichtig, die Gewährleistung schuldet der Händler gegenüber dem Verbraucher, also hat erstmal mit dem Hersteller überhaupt nichts zu tun. Die Garantie ist wiederum eine freiwillige Leistung und die kann vom Verkäufer gegeben werden oder vom Hersteller. In der Regel ist es der Hersteller, der die übernimmt. Und durch die Garantie wird aber die Gewährleistung nicht eingeschränkt. Und jetzt müssen wir uns mal ganz praktisch vorstellen, Sie haben ein Smartphone, das geht nach einem Jahr kaputt, dann gehen Sie zum Händler und der bekommt jetzt eine richtig blöde Situation. Er ist Ihnen gegenüber verpflichtet, den Mangel zu beseitigen per Gesetz. Der darf aber vom Hersteller aus in der Regel nicht reparieren, weil sonst die Herstellergarantie erlischt. Und außerdem verhindert der Hersteller ja auch ganz gezielt die Reparatur durch Nicht-Werkskundendienste, indem er eben Softwareblockaden einbaut oder keine Ersatzteile verkauft. Was macht jetzt der Händler? Der verweist sie an den Hersteller weiter. Und jetzt müssen sie sich auseinandersetzen mit gigantischen Unternehmen wie Apple, Samsung und so weiter und so fort. Sie landen da in einem Callcenter und eigentlich wollen sie doch lieber was Persönliches, eine persönliche Beratung. Und jetzt sind wir doch mal einfach mal kurz ehrlich, die Hersteller, die großen Hersteller, die gucken erstmal nur nach der Wirtschaftlichkeit und die machen das, was für sie am günstigsten ist. Das ist auch der Grund, warum die kein Interesse an der Reparatur haben. Weil der Austausch ist im Normalfall günstiger, weil er eben in China produzierte Ware einem einfach weitergeben kann und eben nicht eine Reparatur organisieren muss mit deutschen Arbeitslöhnen. Und das ist teuer, das kostet Geld, also ist die Entscheidung hier im Normalfall klar. So, oder alternativ, der Hersteller bietet sogar eine Reparatur über den Herstellerkundendienst an, aber dann zu seinen Konditionen. Jetzt müssen sie 3 Wochen warten auf eine Waschmaschinenreparatur, wo das Handy muss weggeschickt werden, was eigentlich auch nicht so attraktiv ist. Und man wartet da 1, 2, 3 Wochen. Und ich glaube nicht, dass das wirklich attraktiv ist für den Kunden. Also wenn die Gewährleistung verlängert wird, dann verschlechtert sich erstmal die Situation vom Endverbraucher, weil ich habe keine Freiheit mehr, zu wählen, zu wem ich gehe. Und das Schlimmste daran ist, dem freien Reparaturmarkt, den unabhängigen vom Hersteller, den wird jegliche Lebensgrundlage genommen. Sprich, selbst wenn Sie jetzt beispielsweise 7 Jahre Gewährleistung oder wir nehmen jetzt einfach da an, es wird automatisch auch eine 7-jährige Garantie geben. Selbst wenn Sie die bekommen, da können Sie sicher sein, dass Sie nach 8 Jahren niemanden mehr finden, der das repariert. Aber wie ich vorhin bereits erwähnt hatte, wir brauchen wirklich mehrere Jahrzehnte laufende Geräte. Das lässt sich aber so nicht organisieren, weil wir gar nicht davon ausgehen können, dass alle Hersteller so lange existieren.
Jetzt ist es das, was ich Ihnen sage, wo ich denke, das ist erstmal einleuchtend, aber zum Glück kann man das Ganze auch mit einer Studie unterstreichen. Und zwar gibt es da eine Studie von Deloitte zu diesem Thema. Und da kann man relativ deutlich sehen, was passiert, wenn wenn die Gewährleistung verlängert wird. Und zwar wurde die Frage gestellt, stimmt es oder stimmt es nicht, dass dann vermehrt günstige Geräte verkauft werden oder gekauft werden. Zu 74% stimmt das. Die zweite Frage ist, Hersteller werden Geräte austauschen, wenn der Tausch für sie günstiger ist als die Reparatur. 93% stimmen dem zu. Und der Fachhandel bzw. die freien Werkstätten werden weniger Reparaturaufträge bekommen und dem stimmen 82% zu. Wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, wer diese ganze Katastrophe herbeigeführt hat, und das ist nun mal die Industrie, und wer das eigentlich früher in der Vergangenheit richtig gut gemacht hat, das ist der Fachhandel und die Fachwerkstatt, dann denke ich, schaden wir hier wirklich den Falschen und tun eigentlich den Falschen was Gutes damit. Und genau, also das ist, glaube ich, nicht eine Situation, in die wir reinkommen wollen. Und sprich, mit einer Gewährleistungsverlängerung fördern wir eigentlich den Neukauf. Weil ich habe jetzt beispielsweise ein 8 Jahre altes Gerät und jetzt habe ich die Überlegung, repariere ich das oder kaufe ich jetzt ein neues mit einer verlängerten Gewährleistung mit zum Beispiel 7 Jahre. Ich glaube, da wird sich fast niemand mehr für die Reparatur entscheiden und das wäre ein absoluter Schuss in den Ofen. Also gibt es für mich hier nur eine sinnvolle Möglichkeit, was jetzt diese Verlängerung angeht. Wir brauchen eine Verpflichtung der Industrie, eine bestimmte Lebensdauer einzuhalten und Geräte nicht auszutauschen. Und was ganz, ganz wichtig ist, wir müssen eine Reparaturautorisierung für Fachbetriebe auch während der Garantiezeit einführen. Es gibt keinen Grund, warum bei einer fachmännischen Reparatur die Garantie verfällt. Ich weiß, das Ganze ist ein bisschen kompliziert. Und ich hoffe, dass ich das jetzt auch so ein bisschen anreißen konnte, dass es einigermaßen nachvollziehbar ist. Und ich freue mich da auch auf Rückmeldungen und eine Diskussion später in den Breakout-Rooms und würde dann gerade an dem vierten Punkt weitermachen. Und ich glaube, der passt jetzt hier auch thematisch besonders gut herein. Das ist das Thema fehlender Technikernachwuchs. Also 70% der Reparaturbetriebe würden gerne mehr reparieren, wenn sie Mitarbeiter dafür hätten. Und warum ist es so schwierig, Mitarbeiter für dieses Thema zu finden? Und vor allem, warum ist es so schwierig, Betriebe weiterzugeben? Weil wir in Deutschland jetzt und in Österreich, weiß ich, ist die Situation vergleichbar. Wir haben wirklich ein Sterben dieser Betriebe und das einfach aus Gründen der Überalterung. In Deutschland ist es so, dass jährlich 5% der Elektroreparaturbetriebe schließen, weil sie keinen Nachfolger gefunden haben beziehungsweise keine Techniker mehr finden. Woran liegt es? Zum einen natürlich an dem Wunsch und an der gesellschaftlichen Entwicklung, dass immer mehr junge Menschen studieren und die Industrie einfach auch mehr bezahlt wie wir. Gut, das können wir nicht ändern. Das ist nun mal die Situation. Ich denke mal, das wird in Deutschland, in Österreich vergleichbar sein. Aber es gibt auch noch weitere Gründe, die das verursachen. Ein ganz wichtiger ist, es gibt wahnsinnig hohe rechtliche Hürden, einen Reparaturbetrieb zu betreiben. Zumindest ist es in Deutschland so. Wichtig ist, wir müssen jetzt unterscheiden zwischen Reparatur mit und Reparatur ohne Stecker. Also Geräte mit Stecker und Geräte ohne Stecker. Geräte mit Stecker dürfen bei uns nur Meisterbetriebe reparieren. Was bedeutet das? Das bedeutet 4 bis 6 Jahre Ausbildung, um sich mit einem Reparaturbetrieb selbstständig machen zu dürfen. 6 Jahre Ausbildung, um eine Kaffeemaschine zu reparieren. Also bei uns sind es so 35% der Reparaturen sind im Kaffee-Vollautomat-Reparaturbereich. Deswegen ist es für uns ein ganz, ganz wichtiges Feld. Also das ist wirklich eine super attraktive Reparatur, die eigentlich, ich sag mal, total überreguliert ist. Es ist ungefähr vergleichbar damit, Arzt zu werden. Die Regelstudienzeit für Medizin liegt bei 6 Jahren. Und ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, eine Kaffeemaschine zu reparieren ist wirklich nicht so kompliziert, wie jetzt Arzt zu werden. Also Sie brauchen nicht die Qualifikation von einem Herzchirurgen, um das hinzubekommen. Und ganz ehrlich, das wird ja auch nicht bezahlt wie bei einer Herz-OP. Und jetzt verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Es geht mir nicht darum, dass jetzt plötzlich jeder Kaffeemaschinen reparieren kann und darf. Schon wichtig, auch einen technischen Kenntnisstand zu haben und auch eine entsprechende Qualifikation auch nötig.
Aber wir müssen ja auch ein bisschen mit Augenmaß handeln. Und ich glaube, 6 Jahre, das ist unbestritten, das ist einfach viel zu lange. Beziehungsweise, wenn wir wirklich erwarten, dass so eine dermaßen hohe Qualifikation von den Werkstätten vorhanden ist, dann müssen wir es auch entsprechend entlohnen, dann muss da auch ordentliches Geld verdient werden. Und die Situation haben wir bei uns jetzt aktuell nicht. Also das wird leider nicht so bezahlt, dass sich das lohnt. Was wirklich für mich verheerend ist und erschwerend noch hinzukommt, ist, es gibt noch nicht mal eine Ausbildung oder einen Meister zum Reparateur. Also ich darf das reparieren als Elektriker oder als Informationselektronikermeister. Bei beiden Ausbildungs-, bei beiden Berufsausbildungen ist das Thema Reparatur aber nur ein ganz, ganz kleines Randthema. Es geht da um ganz andere Themen und da müssen wir sicherlich in Zukunft was machen, um hier einfach in Deutschland auch die Reparaturbetriebe wieder zu haben. Ja, zusammenfassend kann ich nur sagen, das Thema Reparatur ist wirklich wahnsinnig kompliziert. Ich hoffe, ich konnte trotzdem ein paar Gedenkanstöße geben und ja, auch speziell im Hinblick auf Ausbildung, vielleicht auch ein Thema für die Universitäten. Und ich konnte vielleicht auch ein Stück weit zeigen, dass Reparatur auch was Spannendes ist, weil Reparieren macht Spaß. Es ist eine sehr selbstwirksame Arbeit, eine selbstwirksame Tätigkeit. Man kann wirklich ganz, ganz viele tolle Dinge erledigen. Wer repariert, der kann am Ende vom Tag auch sagen, ich habe was Gutes getan für die Umwelt. Es ist gelebter Umweltschutz. Es wird ein Haufen CO2 eingespart. Und ein Gerät, das kann so produziert werden, dass es 100 Jahre mit Reparatur hält. Nicht ohne. Ohne Reparatur werden wir keine Geräte konstruieren können, die 100 Jahre halten. Deswegen brauchen wir professionelle Reparateure. Und ein professioneller Reparateur, der braucht auch professionelle Unterlagen, Schaltpläne, der braucht professionellen Unterstützung vom Hersteller. Und das wollen wir und das fordern wir ein. Und das ist natürlich auch in der Ausbildung ganz, ganz wichtig. Und wer will, der kann dann auch in Zukunft mit der Reparatur einen sicheren Arbeitsplatz finden. Und dafür ist jetzt unsere Gesellschaft und vor allem auch unsere Politik in der Pflicht, um eben die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit wir ein Recht auf Reparatur bekommen, das wirklich die Reparatur stärkt. Das würde mir helfen und das würde auch unseren knapp 1000 Reparaturbetrieben, die mit uns in Deutschland zusammenarbeiten, helfen, aber auch allen anderen Reparaturbetrieben in Deutschland. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und zum Schluss noch ein kleines Angebot. Ich habe hier meine Kontaktdaten mal hinterlegt. Ich habe es vorhin ausprobiert, der QR-Code, der funktioniert hier leider nicht. Vielleicht können Sie es trotzdem mal probieren, ob Sie es mit dem Handy abscannen können, ob es bei Ihnen geht. Ich biete Ihnen an, wenn Sie Infos aus der Reparaturbranche von den Werkstätten wollen, Umfragen für die Presse etc., dann haben Sie hier meine Kontaktdaten. Wenden Sie sich an mich, schreiben Sie mir, rufen Sie mich an und ich versuche Sie dann zu unterstützen mit Daten und Fakten aus dem Reparaturmarkt, von Technikern, die wirklich tagtäglich an der Front tätig sind und sich mit dem Thema Reparatur nicht nur beschäftigen, sondern die auch davon leben, die dafür Arbeitsplätze schaffen und die meiner Meinung nach einen wirklich ganz, ganz wichtigen Beitrag dazu leisten, dass wir in Zukunft weniger Ressourcen verschwenden und im Prinzip unbegrenzt langlebende elektronische Geräte haben. Dafür brauchen wir die Werkstätten, dafür brauchen wir das auch von den Technikern. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Steffen. Bei mir hat das funktioniert mit dem Handy. Ich habe dich jetzt bei meinen Kontakten eingespeichert. Super, danke. Gut, dann vielen Dank. Und ich habe auch schon gesehen, es war eine rege Diskussion im Chat. Und jetzt bitte ich meinen Kollegen Markus Pieringer, kurz die Fragen direkt zu stellen. Bitte ja. Das Bildschirmteilen stoppen. Ja, es sind einige Wortmeldungen im Chat gekommen. Und zwar eine wesentliche jetzt in Richtung Schluss war der Einwand eigentlich, dass ja die 6 Jahre Ausbildung nur der Meister braucht. Und reparieren können ja auch die Gesellen bzw. die Lehrlinge. Also das ist eine Relativierung. Weiß nicht, willst du dazu noch was sagen, Steffen? Gerne. Also reparieren darf auch der Friseur, das ist richtig. Aber der Betrieb muss ein Meisterbetrieb sein, das war dann vielleicht ein bisschen missverständlich. Das Problem ist, die Meister sind bei uns jetzt, ich sag mal, im Schnitt so um die 60 Jahre alt.
Das heißt, in Zukunft darf der Geselle auch nicht mehr reparieren, wenn der Meister in Rente geht. Also natürlich richtig, beim Herstellerkundendienst zum Beispiel ist es oft so, dass das komplett eingelernte Kräfte sind, die überhaupt keine technische Ausbildung haben. Der Betrieb muss ein Meisterbetrieb sein. Und gegen Anfang waren Fragen, wo du berichtet hast, eben, dass die Ersatzteilkosten so ein großer Faktor sind. Da wurden auch in den Chat gestellt die Frage, inwiefern der Stundenlohn auf der einen Seite, aber auch die Entsorgung ist so billig, sozusagen, dass der Preis mit mehreren Aspekten zu tun hat. Ja, also natürlich ist es nicht nur das Ersatzteil, auch die Arbeit kostet Geld. Bei einer Waschmaschine ist es in Deutschland so, ich hatte vorhin den Preis genannt, es sind 170 Euro im Schnitt. Im Schnitt gehen von diesen 170 Euro 80 Euro an die Werkstatt. Der Rest ist Ersatzteil bei der durchschnittlichen Reparatur. Das hängt jetzt natürlich auch stark davon aus, wie kleinteilig ich repariere. Also wenn ich jetzt beispielsweise eine Elektronik repariere und da eine Stunde Zeit zusätzlich zur Reparatur reinstecke, dann ist natürlich das Ersatzteil vernachlässigbar. Das ist bei unseren Arbeitsbedingungen, denke ich, schwierig in der großen Masse umzusetzen. Dafür gibt es spezialisierte Betriebe, die sich zum Beispiel auf die Reparatur von Elektronik spezialisiert haben bei Miele. Dennoch denke ich, wenn das Ersatzteil kostenlos wäre und wir eben diese 80 Euro annehmen für die Reparatur, da lohnt sich sogar die Reparatur von einer Waschmaschine für 179 Euro. Insofern ist das Ersatzteil ist nachher der Faktor, wo auch die Industrie die Preisspirale hochdrehen kann. Also wenn die jetzt feststellen, okay, wir subventionieren, da gibt es ja in Deutschland Projekte, wir subventionieren jetzt den Arbeitslohn vollständig, dann kann der Hersteller das über die Ersatzteilpreise dennoch unmöglich machen zu reparieren, wenn jetzt eine Pumpe, oder ganz blödes Beispiel bei mir zu Hause, da habe ich mich auch gegen eine Reparatur, beziehungsweise es ist noch nicht mal eine Reparatur, da habe ich meine Spülmaschine, die eigentlich vollständig noch funktioniert hat, entsorgen müssen, weil ich keinen Korb fürs Geschirr bekommen habe. Der untere Korb, es war eine Bauknecht-Waschmaschine, der war lieferbar, es waren beide verrostet, sind auseinandergefallen. Der untere Korb hat mich, wir waren damals noch Werkspartner von Bauknecht, hat mich im Einkaufspreis 170 Euro netto, also plus 19% Mehrwertsteuer gekostet. Und den oberen gab es erst gar nicht. Und ich hätte beide tauschen müssen. Selbst wenn es ihn gegeben hätte, wäre ich dabei knapp 500 Euro Einkaufspreis für diese Körbe gewesen. Damit mache ich es natürlich total einfach, Geräte zum Wegschmeißen zu produzieren, wenn ich eben verhindere, dass sie eigentlich durch Kleinigkeiten irgendwie weiter betrieben werden kann. Ja, es gab noch weitere Wortmeldungen im Chat, aber ich glaube, wir sind mit der Zeit schon sehr knapp, Helene, oder? Ja, dann gehen wir weiter. Dann würde ich alle diejenigen, die hier weiter diskutieren wollen, in den Breakout-Room mit Steffen Wangerow einladen am Ende. Genau, vielen Dank. Ja. Gut, dann darf ich jetzt als nächsten Vortragenden Peter Knoblauch auf die virtuelle Bühne bitten. Er ist Senior Lecturer bei Industrial Design, das er auch studiert hat und jetzt in dem Studiengang lehrt. Die Reparatur begleitet ihn schon lang. Er war auch 4 Jahre am Bundesamt für Zivilluftfahrt tätig als Servicetechniker, ist ausgebildeter Elektroniker und in seiner Freizeit leitet er das Projekt die 100-jährige Waschmaschine und ist eben der Mastermind hinter der Vorlesung in diesem Projekt. Und jetzt darf ich das Wort an Peter übergeben. Okay, so, ich entschuldige mich gleich für meine heisere Stimme. Ich starte meine Präsentation. So, sollte jeder sehen, oder? Ja, sehr gut. Gut. Also letzte Woche hat die Lehrveranstaltung Design for Repairability begonnen an der Universität für angewandte Kunst. Ich selbst bin in 2 Abteilungen der Universität tätig, beide im Institut für Design angesiedelt. Einerseits in der Abteilung Design Investigations, der etwas administrativere Name ist Industrial Design 2, und im Computerstudio.
und habe ein Bündel an Lehrveranstaltungen, die sich einerseits um Technik drehen, alles Einführungsveranstaltungen und auch Nachhaltigkeit im Wesentlichen. Ein bisschen was ist jetzt eh schon vorgekommen, die Erklärungen, die nachher kommen, sind leichter, wenn ich ein bisschen was über mich erzähle. Also ich habe Nachrichtentechnik und Elektronik am TGM in Wien gelernt und ausbildungstechnisch gibt es dann eine Lücke von 4 Jahren. Da habe ich dann nach den 4 Jahren Industrial Design an der Uni für angewandte Kunst studiert. Die Lücke von 4 Jahren, 1987 bis 1991, war die Zeit, die ich beim Bundesamt für Zivilluftfahrt, heute heißt es Austrokontrol, in der Flugsicherung im technischen Dienst gearbeitet habe. Und ich habe nicht immer gern repariert, weil die Geräte nicht wahnsinnig gut immer reparierbar waren. Aber reparieren und warten war dort quasi eine meiner zentralen Aufgaben. Also ich habe dann quasi nach Austrokontrol begonnen zu studieren und habe dann die Angewandte eigentlich nie wirklich verlassen. Habe während meines Studiums schon ein bisschen mein Leben finanziert als freiberuflicher Hard- und Softwareentwickler. Und das mache ich auch zum Teil heute noch, wenn auch in einem weitaus geringeren Ausmaß. Und an Projekten, die jetzt für die heutige Veranstaltung relevant sind, seit 2017 gibt es das Projekt, die 100-jährige Waschmaschine, und 2018 haben wir zur Abwicklung einen Verein gegründet, weil das Projekt treibe ich nicht alleine voran, sondern eigentlich sind wir hier zu viert. Wir nennen es immer das Bandfoto, weil wir da so grimmig und cool reinschauen. Das ist in der Werkstatt von unserem Mitstreiter im grünen Leiberl, dem Bernhard Rander. Hinter uns sieht man 3 Versuchsaufbauten, mit denen wir einzelne Details und Aspekte einer Waschmaschine versuchen zu untersuchen, bevor wir dann quasi am Schluss eine komplette Waschmaschine Schritt für Schritt bauen. Und die Billy Rebold sitzt an zweiter Stelle, die ist auch heute hier. Dann gibt es noch den Daniel Klobutschnik und halt mich. Die Projektidee stammt aus dem Jahr 2013 und interessanterweise war da der Sepp Eisenriegel, den werden wir heute noch hören, und Herr Manfred Müllner vom Fachverband für Elektro- und Elektronikindustrie bei einer Podiumsdiskussion dann maßgeblich beteiligt. Im Breakout Room kann ich dann, wenn es mich interessiert, mehr dazu erzählen, aber die Projektidee ist dann so mal 4 Jahre geschlummert. Dann habe ich mit dem Daniel gemeinsam mal ein bisschen besprochen, was man da machen könnte und so weiter. Und 2018 haben wir dann den Verein gegründet. Ein bisschen ein Mitgrund war dann, um die Förderungen besser abwickeln zu können. Wir sind 2-mal durch AWS, Austria Wirtschaftsservice, gefördert worden und das waren dann immer sehr gute Jahre, weil dort das Projekt wesentlich schneller, als es jetzt im Moment gerade vorangegangen ist. Also 2-mal sind wir von AWS freundlicherweise unterstützt worden. Die Lehrveranstaltung selbst, quasi die Kurzgeschichte ist, dass 2020 gab es eine Anfrage durch die Umweltberatung, ein bisschen dadurch, weil das Projekt der 100-jährigen Waschmaschine schon herumgegeistert ist und quasi das früheste E-Mail, das ich finde, ist vom Elmar Schwarzelmüller, der heute auch da ist, von der Umweltberatung, der quasi angefragt hat, wie werden das, wenn man da eine Lehrveranstaltung macht zum Thema Reparierbarkeit. Und ich habe gemeint, an der Angewandten sind viele Dinge unkompliziert, manche Sachen schwierig. Das ist schwierig, dass die erste Frage, an der man scheitern wird, ist, wer wird es finanzieren? Und da hat er gleich gesagt, da gibt es eine Lösung. Er hätte vorher über die Verpackungskoordinierungsstelle, die VKS GmbH, die auch Förderungen vergibt, um eine Förderung anzufragen. Und im Jahr 2021 haben wir dann tatsächlich im Jänner die Förderzusage bekommen und seither dann das Projekt weiterentwickelt. Es geht um das Projekt Laufzeit, ist grob gesagt 1,5 Jahre und betrifft halt die Erstellung und Erarbeitung der Lehrveranstaltung und die Durchführung für 2 Abhaltungssemester.
Also das heißt, wenn wir besonders gut sind und besonders guten Zulauf haben, haben wir bessere Chancen, dass wir dann eine weitere Finanzierung finden, vielleicht dann auch direkt durch die Angewandte und die Lehrveranstaltung noch weiter betreiben können. Jetzt mal so kurz einen Überblick unserer Resultate. Die Lehrveranstaltung besteht aus 10 Terminen, wer jetzt ganz genau und schnell zählen kann, sieht aber 11 Spalten, weil der Workshop quasi, da wird die Gruppe der Studierenden getrennt auf Gruppe A und Gruppe B. Das hat quasi, viele Dinge haben ein Personenlimit. Auch hier eben beim Workshop, wir können so ungefähr 24 Studierende abwickeln, wenn man dann die für den Workshop teilt. Daraus ergibt sich quasi das Personenlimit. Ich habe es ein bisschen so gemacht, wie bei den Fluglinien, habe ein bisschen überbucht. Also wir sind im Moment 28 Studierende und das wird sich trotzdem auch irgendwie ausgehen. Und der Mix der Lehrveranstaltung ist, dass sie nicht nur einfach ein trockener Gastvortrag ist, mit eventuell irgendwelchen Übungen. Übungen kleine gibt es auch, die immer ein bisschen den Blick schärfen sollen. Das ist mein altältestes Gerät, das ich eigentlich immer noch verwende, weil es ist eigentlich, es gibt viele Dinge, die gar nicht so kurzlebig sind, die wir täglich verwenden. Habe ich schon mal selbst was repariert, wie unter meine Erfahrungen und so weiter. So, es gibt so quasi Hausübungen. Aber prinzipiell setzt sich die Lehrveranstaltung aus Vorlesungen, einer Exkursion, die war gestern. Dann dritte Spalte ist der Online-Event, sind wir gerade heute. Und dann eine Mischung aus Vorlesungen, Gastvorträgen und einen Workshop, der halt mit geteilter Gruppe stattfindet, zusammen. Bei den Gastvorträgen haben wir einen Mix an Leuten, einerseits aus dem universitären Bereich, aus dem vielleicht NGO-Bereich und aus dem Herstellerbereich angefragt. Die Zusage, die wir als erstes bekommen, war vom Kyle Wiens, dem Mitbegründer und CEO von iFixit. Deswegen ist die Lehrveranstaltung ein bisschen nach hinten gerückt, weil der Arme muss um 7 aufstehen in Kalifornien. Und deswegen fangen wir da ein bisschen später an. Der Gastvortrag am 18.05. ist mehr oder weniger auch schon fix mit der Forschungsabteilung Ecodesign an der TU Wien. Dort wird es der Rainer Pamminger. Und bei dem Gastvortrag am 30.03., wir können da noch ein bisschen mit den Terminen, bei den Vorlesungsterminen tauschen, da haben wir ein bisschen Flexibilität, sind wir noch immer ein bisschen auf der Jagd nach jemandem von den Herstellern. Im Moment ist es so, dass ich davon oder wir davon von einem potenziellen Vortragenden von PSH, also Bosch Siemens Haushaltsgerät, zum nächsten weitergereicht werden, aber es schaut nicht schlecht aus. Also bin schon neugierig. gut, über die Lehrveranstaltungsinhalte. Grob gesagt, es gibt eine Einführung, die hat schon stattgefunden, wo halt so grundlegende Dinge wie Ressourceneffizienz, Ziele der Kreislaufwirtschaft, die sind so rechts ein bisschen skizziert. Also der gerade Pfeil ist die lineare Wirtschaft, die Nicht-Kreislaufwirtschaft. Und dann gibt es quasi drei Strategien: Schließen, minimieren, also den Kreis schließen, minimieren, den Ressourcenaufwand minimieren und erweitern, quasi die Langlebigkeit herzustellen. Geht im Prinzip auf Überlegungen von Walter Stahel aus den 70ern zurück. Da findet man die Überlegungen schon. Jetzt ist quasi das Ziel, den Ressourcenbedarf eigentlich zu minimieren. Dummerweise wächst er immer noch. Und nicht nur, dass wir planetare Grenzen haben, gibt es auch quasi technische Grenzen. Das heißt, wir können nicht jedes Produkt über einen gewissen Punkt hinaus optimieren. Irgendwo gibt es da von der Physik, Chemie und so weiter dann einfach Grenzen, die sich dann halt in den technischen Möglichkeiten genauso abbilden. Und dann gibt es halt eine Überlegung, welche Potenziale diese drei Ziele der Kreislaufwirtschaft haben. Und da bin ich halt der Überzeugung, das ist halt ein bisschen so auch mein Zugang, dass das Erweitern, quasi das Verlängern der Langlebigkeit, und da wird die Reparierbarkeit irgendwann mal notwendig sein, weil prinzipiell könnte man natürlich sagen, wie machen wir nur langlebige Produkte,
die so super gebaut sind, dass man es nie reparieren braucht, wird dann wahrscheinlich niemand glauben, dass das geht. Aber die halt auch gut, leicht und angenehm reparierbar sind. Und dazu braucht es halt viele Maßnahmen. Braucht man gar nicht wirklich jetzt ein spezielles Wissen dazu erfinden, weil das gibt es eigentlich. Es gibt ja reparierbare Produkte, nur halt im Endverbraucherbereich ist es da über die letzten, ja, sagen wir mal, 30 Jahre womöglich immer schlechter geworden, schrittweise. Ein Detailbeispiel der technischen Grenzen ist, es gibt eine Untersuchung aus Deutschland, die die Steigerung der Ressourceneffizienz über die Jahre von Waschmaschinen gemessen hat. Und da sieht man einerseits einen direkten Zusammenhang vom Wasserbedarf und dem Energiebedarf. Der ist relativ logisch, weil da gibt es quasi das physikalische Limit, das man nicht überlesen kann, der spezifischen Wärmekapazität des Wassers. Also man kann die Natur da nicht austricksen, wie man Wasser effizienter aufheizt. Gibt es quasi keine Optimierungsmöglichkeit. Deswegen sind die da so quasi zueinander proportional. Und in den Mitte der 90er sieht man, dass die Kurven abflachen. Das kann man jetzt dann so deuten in dem Diagramm, dass seither eigentlich keine wesentlichen Fortschritte in der Ressourcenminimierung hinsichtlich des Wasserbedarfs und des Energiebedarfs, die beiden sind bei der Waschmaschine direkt verkettet, eigentlich nicht mehr erzielt worden sind. Details dazu kann ich gerne auch in der Breakout-Session erklären. Das heißt, wir haben zum Teil Geräte, womöglich sogar relativ viele Geräte, die eigentlich am Ende ihrer technischen Entwicklung angelangt sind und dann kaum mehr nennenswerte Verbesserungen in ihren Kernfunktionen haben. Weiter bei den Lehrveranstaltungsinhalten davon, wie man jetzt langlebige Produkte konstruieren und entwickeln, designen soll, ist hilfreich, den Lebenszyklus in vier Phasen zumindest zu unterteilen. Einerseits mal die erste Phase, bis überhaupt ein Ausfall passiert. Den kann man wahrscheinlich durch Wartung schon mal verlängern. Das ist jetzt grafisch in dem Diagramm auf der rechten Seite vielleicht nicht so rauslesbar. Dann gibt es einen überlappenden Bereich Wartung und Reparatur, wo unterschiedliche Maßnahmen, aber sehr ähnliche, notwendig sind. Und dann gibt es quasi für End of Life, also wenn ein Produkt kann ja einmal wirklich komplett kaputt sein, man ist umgezogen, es hat den Transport überhaupt nicht überstanden, es ist irgendwo runtergefallen oder sonst was. Also irgendwann einmal kann man es vielleicht wirklich nicht reparieren. Und da gibt es dann verschiedene Optionen für jede dieser vier Phasen, die man dann nochmal gesondert betrachten kann. Da greife ich auch wieder eine heraus. Quasi bei den Fertigungsverfahren ist es so, dass ja seit den, also wenn man es genau nimmt, gibt es seit den späten 50ern numerisch gesteuerte Fräsmaschinen, die quasi auch individuelle Teilfertigungen in Kleinserien ermöglicht haben. Damals hat man Rotorblätter für Hubschrauber bauen wollen und da hat quasi jede Rippe in dem Rotorblatt ein bisschen eine andere Form gebraucht. Und mit der Entwicklung, Weiterentwicklung der Computer sind die numerisch kontrollierten, die NC-Verfahren quasi zu CNC, Computer Numerical Controlled Verfahren geworden. Und die haben quasi den Vorteil, dass man eigentlich dann wenig Formenbau braucht, bis gar keinen, weil der dann eigentlich in Software oder in einem großen Zahlenhaufen halt stattfindet. Und da gibt es halt verschiedene Fertigungsverfahren, CNC-Fräsen, Laserschneiden, Stanzen, Nibbeln, eventuell Biegen und quasi alle Varianten von 3D-Druck, nur um einige zu nennen, die auch ständig ein bisschen Weiterentwicklung haben, vor allem beim 3D-Druck tut sich ab und zu auch noch was. Und hier ist halt der Vorteil, dass man wirklich Kleinserien, also ab Stückzahl 1, eventuell schon zu vernünftigen Preisen zum Beispiel Ersatzteile herstellen könnte. Das heißt, ein Ziel könnte sein, dass man alle Komponenten, die man nicht jetzt als Standard-Normbauteile wie Schrauben und so weiter zukaufen kann, sondern die man speziell für dieses eine Gerät benötigt, so
konstruiert, dass es einerseits quasi durch die Möglichkeiten auf der linken Seite quasi kleine Losgrößen herstellbar ist. Und andererseits sagen wir aber auch, es macht nicht Sinn, wenn man tatsächlich in einer größeren Serie Kunststoffteile braucht, die in 3D-Druck herzustellen. Also muss man darauf achten, dass man die so baut, dass sie in beiden Verfahren möglich sind. Also es ist relativ leicht, einen Teil so zu konstruieren, dass man nicht mehr Spritzguss gießen kann. Das kann man halt dann, das muss man halt dann vermeiden. Peter, deine Zeit ist schon um. Ui, ich bin gleich. Gut, dann weiter noch quasi, gibt es einen Überblick über die aktuellen Gesetze, Bestrebungen und Praktiken, also EU-Richtlinien, Verordnungen, Right-to-Repair-Bewegung, bis zu denen, die eher nicht helfen, die Praktiken wie Part-Pairing, wo halt Hersteller Reparaturen erschweren. Open Source hat bei der Dokumentation, der Offenheit und Verfügbarkeit eine wesentliche Rolle auch, zumindest nach unserer Ansicht. Da gibt es quasi auch einen kurzen Abriss dazu. Und dann gibt es am Ende quasi Konstruktionsüberlegungen. Hier ist ein Beispiel in der Tabelle, die ist auf Englisch, weil die Kursinhalte alle auf Englisch sind. Ein Vergleich quasi, welche Schraubenantriebe welche Vorteile haben und was man vielleicht bevorzugt verwenden sollte. Danke. Danke, Peter. Markus, hast du eine Frage aus dem Chat oder selber eine Frage? Ja, es ist eine Frage gestellt worden, sozusagen, die darauf abzielt, wie groß das Interesse der Hersteller überhaupt ist, vielleicht auch sozusagen in die Richtung gehend, wenn man bei dir jetzt langlebiges Design studiert, wo finde ich dann überhaupt eine Arbeit? Da antworte ich jetzt ein bisschen salopp, womöglich frech. Ich sage mal, das ist uns in dem Punkt egal, weil wir uns jetzt nicht an den Herstellern orientieren wollen, weil wir dann sofort irgendwelche Einschränkungen und so weiter erwarten können. Und wir, also mit wir meine ich jetzt vor allem den Verein, versuchen auf der grünen Wiese ein möglichst reparierbares Produkt, das möglichst lange uneingeschränkt reparierbar ist, herzustellen. Nachdem es Open Source ist, können ja das Hersteller auch übernehmen und auch machen. Wenn nicht, dann nicht. Aber quasi so eine Art Best Practice Beispiel wäre eins unserer Teilziele. Ja, jetzt ist noch eine Frage dazu gekommen. Kann man Hersteller über politische oder sonstige Maßnahmen dazu motivieren, Geräte herzustellen, die sich leichter reparieren lassen? Was man immer wieder hört, ist, dass gesetzliche Rahmenbedingungen quasi den Wettbewerb auf eine bessere Ebene heben können. Und ich stelle mir jetzt vor, dass Hersteller nicht unbedingt qualitativ schlechte und kurzlebige Produkte herstellen wollen, aber dass der Wettbewerb in einem gesättigten Markt halt nicht zulässt oder unsere Wirtschaftssysteme nicht innovativ genug dafür sind und denen nichts einfällt. Und wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen besser sind, haben vielleicht auch Hersteller mehr Freude daran, langlebigere Produkte herzustellen. Okay. Danke. Gerne. Dann Dankeschön und eben für alle, die das interessiert, vielleicht selber auch an der eine Lehrveranstaltung einzuführen oder dann sich dazu austauschen, ich dann gerne in die Breakout-Session nachher zum Peter Knobloch. Wir machen jetzt kurz, wie ist es, 4 nach, 5 Minuten, 6 Minuten Pause bis 10 nach. Sie können dafür im Meeting bleiben und einfach nur den Ton und die Kamera ausschalten. Dann müssen Sie sich nachher nicht wieder einloggen. Und wir kommen dann nach dieser kurzen Erfrischungspause wieder zurück zu noch 2 weiteren Vorträgen und dann nachher geht es in die Breakout-Sessions.
herzlich willkommen zurück von der Pause. Wenn Sie vielleicht kurz die Kameras anschalten, dass wir wissen, dass Sie wieder da sind. Und so lange Zeit der Pandemie, wir sind zwar alle schon gewohnt, in einem Kastel zu sprechen, aber manchmal ist es trotzdem nett, die Gesichter zu sehen. Ich weiß, man ist noch verbunden und alle sind da. Ganz kurz noch. Warten wir noch ganz kurz. Es war eine sehr kurze Pause. Gut, dann darf ich als nächste Vortragende die Lisa Czerny vom Umweltbundesamt Deutschland vorstellen. Sie ist Umweltwissenschaftlerin und beschäftigt sich mit Fragen der ökologischen Produktgestaltung und dem nachhaltigen Konsum. Und sie ist Ansprechpartnerin für den Bundespreis für Ökodesign und wird uns heute auch in ihrem Vortrag das Ökodesign-Kit und die Rolle des Produktdesigns für die Produktgestaltung und für die Nachhaltigkeit näher bringen. Ich darf dich auf der virtuellen Bühne begrüßen und wir teilen jetzt gleich die Slides, nur ich stoppe einmal meins und meine Kollegin teilt die Slides. Ja, vielen Dank. Hören mich alle? Ja. Ja. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, heute Teil dieser Runde zu sein. Wir hatten auch schon ganz spannende Vorgespräche und gemerkt, dass es da ganz viele interessante Entwicklungen auch in den Ländern gibt. Genau, vorgestellt wurde ich ja schon, deswegen gleich die nächste Folie würde ich noch mal ganz kurz das Umweltbundesamt vorstellen und ein paar Arbeiten von uns zu der Thematik heute. Genau, das Umweltbundesamt ist die höchste Umweltbehörde in Deutschland und hat die primäre Aufgabe der Politikberatung. Hauptsitz ist in der Bauhausstadt Dessau. Ich selber sitze jetzt in Eberswalde, das ist in der Nähe von Berlin. Genau, wir haben als Behörde, wie gesagt, die Aufgabe der Politikberatung und führen dazu verschiedene Forschungsprojekte durch. Ich habe hier gerade mal zwei rausgesucht, die sich mit der Thematik heute beschäftigen. Zum einen haben wir beispielsweise ein Strategiepapier, ein Positionspapier entwickelt mit Strategien gegen Obsoleszenz. Das Papier selber ist schon ein bisschen älter, von 2017. Allerdings sind die Vorschläge darin noch hochaktuell. Steffen hat vorhin beispielsweise angesprochen, dass es wichtig wäre, eine garantierte Aussage von Herstellern zur Lebensdauer von Produkten zu verankern, gesetzlich zu verankern. Das haben wir benannt mit der Garantieaussagepflicht, die auch in diesem Papier auftaucht und heiß diskutiert wird. Also gerne mal einen Blick da reinwerfen. Da stehen noch spannende andere Instrumente drin. Ein weiteres Beispiel für ein aktuelles Forschungsprojekt ist das zweite Projekt, das sich darum dreht, das Verhältnis von Handwerk und Reparaturinitiativen zu untersuchen. Ein zentrales Ergebnis dabei war, dass es eigentlich keine Konkurrenz zwischen den beiden Bereichen gibt, sondern dass sie sich sehr gut ergänzen und Reparaturinitiativen vor allem eben eine wichtige Rolle spielen im Bereich von Aufklärung und Bildung. Genau. Neben der Politikberatung haben wir auch die wichtige Aufgabe der Verbraucherinformation. Da geben wir zum Beispiel im Verbraucherportal des Umweltbundesamtes Tipps für den Alltag, beispielsweise auch konkrete Tipps zum Kauf von Elektrogeräten. Vertiefend dazu haben wir 2018 einen Ratgeber rausgebracht zum Thema Produkte länger nutzen, wo auch nochmal sehr verbraucherorientiert aufgezeigt wird, beispielsweise, was der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie ist. Hatte Steffen vorhin auch kurz angesprochen. Es hat sich gezeigt, dass ganz viele Verbraucher eigentlich diesen Unterschied gar nicht kennen und von ihren Rechten da auch nicht wirklich Gebrauch machen, sondern dann
eben eher zu einem Neukauf tendieren, anstatt diesen Weg auf sich zu nehmen. Genau, dann haben wir noch den CO2-Rechner. Ich weiß nicht, ob es ein österreichisches Pardon gibt, aber genau, mit dem geben wir die Möglichkeit, auch die eigene CO2-Bilanz zu berechnen und zu verbessern. Und natürlich haben wir auch verschiedene Instrumente, um Verbraucherinnen und Verbraucher über nachhaltige Produkte zu informieren. Ja, Beispiel der Blaue Engel, das ist, den gibt es seit 40 Jahren. Da sind auch Kriterien Reparaturfreundlichkeit und Vorhaltung von Ersatzteilen in den Vergabekriterien schon seit langem integriert. Genau. Warum beschäftigen wir uns eigentlich mit dem Thema Design? Dann bitte die nächste Folie. Scheint zu hängen, aber ja, genau. Vielleicht einfach nochmal kurz zusammenfassend. Wir wissen ja, dass unsere Produktwelt mit erheblichen Umweltauswirkungen einhergeht. Über den gesamten Produktlebenszyklus haben unsere Produkte Auswirkungen. Und wir wissen auch, dass während der Designphase die wesentlichen Weichen gestellt werden. Zum Thema Reparierbarkeit, was die Lebensdauer betrifft und eben über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Das ist hier grafisch auch nochmal kurz aufgezeigt. Deswegen ist klar, dass wir unser Produktdesign auch grundsätzlich neu denken müssen, dass zirkuläres Wirtschaften und Lebenszyklusdenken viel stärker auch in das Zentrum der Produktentwicklung gestellt werden muss. Und an der Stelle wird die Rolle der Designerinnen und Designer und der Unternehmen nochmal ganz deutlich. Deswegen haben wir im Umweltbundesamt auch einige Kommunikationsinstrumente entwickelt, um wirklich auch mit diesen Gruppen stärker in Kommunikation zu treten und gemeinsam auch Wege zu entwickeln. Die nächste Folie bitte. Genau, ein zentrales Instrument, nur noch mal ganz kurz, ist der Bundespreis Ecodesign. Ich weiß nicht, ob vielleicht unter den Studierenden dem einen oder anderen es bekannt ist. Das ist die höchste Auszeichnung für ökologisches Design in Deutschland. Und wir loben den seit 2012 aus, hatten also letztes Jahr unser 10-jähriges Jubiläum. Alleinstellungsmerkmal des Wettbewerbs ist, dass die ökologische und Designqualität gleichberechtigt nebeneinander stehen. Das zeigt sich auch in der Zusammensetzung der Jury und in den Vorbewertungen, in denen auch sowohl Umweltexperten auch als Designexperten vertreten sind. Momentan läuft gerade die neue Ausschreibungsphase, also falls Interessierte unter Ihnen, unter euch sind, gerne noch bis zum 18. April eure Produkte und eure Ideen einreichen. Die Preisträger und Nominierten wandern dann immer im Folgejahr in der Wanderausstellung durch Deutschland und deutschsprachige Länder. Unter anderem auch dieses Jahr wieder machen wir Stationen auf der Circular Design Week Tirol. Hier steht Oktober, es ist aber schon im Sommer, im Juni wird da wieder die Wanderausstellung auch zu sehen sein. Die nächste Folie bitte. Wir haben auch sehr viele ausgezeichnete Beispiele für reparaturfreundliches Design jedes Jahr dabei. Ich habe da mal drei rausgesucht und werde die nochmal kurz vorstellen. Zum einen haben wir 2017 ausgezeichnet kaputt.de. Das ist ein Vergleichsportal für Reparaturlösungen. Auf der Seite findet man unter anderem Reparatureinleitungen für ausgewählte Produkte, aber auch eine gute Übersicht über Reparaturdienstleister in Deutschland allerdings noch. Dann haben wir 2018 das Smartphone Shift 6M von der Shift GmbH, die ihren Sitz in Deutschland hat und auch ihren Produktionsort ausgezeichnet. Das zeichnet sich vor allem durch den modularen Aufbau aus. Es besteht aus Klick- und Schraubverbindung und erleichtert dadurch die Reparatur. Und das Unternehmen selber bietet auch Reparatur-Tutorials an und liefert passendes Werkzeug zur Reparatur an. Außerdem haben die auch ein Pfandsystem eingeführt, um eben die Geräte-Rückgabe organisiert zu bekommen. Genau, und als letztes noch ein Beispiel, um auch vielleicht nochmal hier den Kreis zu schließen zum allerersten Vortrag. Das ist das Original Röhrenradio mit Upgrade.
der Wangerup GmbH. Die Wangerup GmbH restauriert alte Radios um zu Internetradios. Ist natürlich reparaturfreundlich designt und ein tolles Beispiel für Upcycling. Und falls es da noch Fragen gibt oder Kaufanfragen, vielleicht an Steffen später in der Runde. Wir haben auch noch ganz tolle andere Beispiele, die jetzt nicht so aus dem technischen Bereich, sondern eher aus dem Bereich der Mode auch kommen. Also sind eingeladen, auch nochmal auf die Seite vom Bundespreis zu gucken und sich Anregungen zu holen. Da gibt es ein Gewinnerarchiv und da findet man um die 300 Projekte insgesamt. Ja, nächste Folie bitte. Genau, jetzt komme ich mal zu den Tools, was ja Hauptziel des Vortrags heute ist. Da will ich erst nochmal einsteigen mit der Kriterienmatrix, die wir für den Bundespreis entwickelt haben. Ich weiß nicht, wie gut Sie das jetzt lesen können. Bei mir sieht es ein bisschen unscharf aus, aber einfach nur noch mal kurz zur Übersicht. Das ist auch nur ein Ausschnitt aus dieser Kriterienmatrix. Genau, der Link wurde gerade auch nochmal in die Runde geschickt. Ich will nur noch mal zeigen, wie umfangreich dieses Thema ökologische Produktgestaltung eigentlich sich aufzeigt. Wir haben in dieser Kriterienmatrix über den gesamten Lebenszyklus, also von der Vorstufe der Produktion bis zum End of Life, mal alle relevanten Designentscheidungen aufgezeigt. Und die zeigen jetzt in Bezug auf unser Thema heute, dass beispielsweise die Wahl der Materialien natürlich einen riesen Einfluss auch auf die Recyclingfähigkeit eines Produktes hat, genauso wie die Konstruktion einen wesentlichen Einfluss auf die Reparierbarkeit hat. Das heißt, es bietet erstmal einen guten Überblick, um auch zu verstehen, wo muss ich eigentlich ansetzen im Designprozess, um auch die Langlebigkeit zu erzeugen und später die Produkte auch reparieren zu können. Genau, auf der Internetseite vom Bundespreis findet sich auch nochmal eine interaktive Version von dieser Kriterienmatrix, wo es ein bisschen einfacher ist, sich auch zurechtzufinden. Ja, nächste Folie, danke. Wenn wir noch tiefer in das Thema einsteigen wollen, dann haben wir das Eco-Design-Kit entwickelt. Hier sehen Sie die Version, die Sie jetzt noch finden, wenn Sie auf ecodesignkit.de gehen. Wir sind gerade dabei, das zu überarbeiten und ich zeige Ihnen nochmal die neue Version. Genau, das Eco-Design-Kit bietet einen vertiefenden Einblick in den Zusammenhang zwischen Umwelt und Produktdesign und wurde 2015 entwickelt. Auch aus den Diskussionen, die wir so rund um den Bundespreis hatten, wo wir festgestellt haben, eigentlich wird dieses Thema häufig in der Lehre noch nicht wirklich strukturiert aufgegriffen, sondern eher in so kleinen Teilaspekten. Und uns ging es darum, einfach mal all diese Themen wirklich strukturiert aufzubereiten. Und daraus ist eine riesen Wissenssammlung entstanden, die sich eben an Designstudierende und Lehrende richtet. Und es teilt sich in drei Hauptbereiche, also in den Bereichen A1 und A2 geht es vor allem darum, nochmal überhaupt die Wirkung von Produktdesign auf verschiedene Umweltwirkungsbereiche aufzuzeigen und im Speziellen nochmal ausgewählte Materialien nochmal sich konkret anzugucken. In dem Bereich B geht es darum, nochmal die Ökodesign-Prinzipien zu erklären und auch nochmal die Hauptanalyse- und Bewertungsmethoden wie Ökobilanzierung und Datenbanken zu zeigen. Und im Bereich C, was auch wohl ganz gerne in der Lehre angewandt wird, haben wir auch so ein paar Rechenbeispiele mit Ökobilanzen und auch illustrierte Beispiele aus dem Bundespreis. Genau, nach Befragung von Nutzerinnen und Nutzern hat sich gezeigt, dass es wirklich gerne genutzt wird, so um mal in die Tiefe zu gehen, auch als Nachschlage- und Zitierquelle, aber dass es sehr an der Nutzerfreundlichkeit mangelt. Deswegen sind wir gerade dabei, das zu überarbeiten. Nächste Folie bitte. Genau, und hier sieht man schon mal, wie das dann ab vermutlich Sommer, vielleicht auch schon ein bisschen früher dann zu finden ist, auch unter dem bestehenden Link. Uns ging es vor allem darum, eben die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Und man sieht auf der linken Seite, wie dann die neue Startseite aussehen wird. Wir haben das Ganze nochmal ergänzt durch neue Kapitel, wie beispielsweise zum Thema Nutzerintegration. Es wird zusätzlich noch einen Blog geben, wo wir auch
auf aktuelle Studien vom Umweltbundesamt verweisen und andere aktuelle Entwicklungen in dem Bereich. Außerdem haben wir auch noch eine Standortkarte, wo wir in Deutschland, Schweiz und Österreich Hochschulen und andere Institutionen einbringen wollen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Deswegen vielleicht auch nochmal in die Runde der Aufruf, wenn da Interesse besteht, aufgenommen zu werden, dann gerne bei mir melden. Genau, es liegt noch ein bisschen Arbeit da vor uns, aber wir wollen auf jeden Fall inhaltlich auch das Ganze nochmal besser aufbereiten. Auf der rechten Seite sehen Sie, dass wir die am Beispiel vom Unterkapitel jetzt zum Thema Ökodesign-Kriterien, dass wir das auch nochmal ein bisschen handhabbarer machen wollen, indem wir eben zu jeder Thematik auch nochmal Zusammenfassungen liefern, Tipps und auch Praxisbeispiele, die natürlich vornehmlich aus dem Bundespreis sind. Genau, dann die nächste Folie bitte. Genau, wir sind ja auch nicht die Einzigen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Also mittlerweile gibt es wirklich eine Vielzahl an verschiedenen Tools und Instrumenten. Ich habe mir hier mal ein Beispiel aus Österreich rausgesucht von dem Institute of Design Research. Das ist entstanden im Rahmen der New Bauhaus Initiative der EU-Kommission. Das ist ein Set, das besteht aus 9 Karten, je 3 zum Thema Material, 3 zum Thema Komponenten und 3 zum Thema Service, wie man auf der linken Seite sieht. Und zu jedem dieser Themen gibt es dann eine Karte auf der Vorderseite, da mal auf der rechten Seite das Beispiel zum Thema Zerlegbarkeit. Auf der Vorderseite wird eben nochmal kurz die Regel beschrieben und auf der Rückseite werden konkrete Schritte dazu genannt. Genau, das ist einfach ein Set, das, wenn man sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat, einfach einen schnellen Einstieg liefert. Genau, und zur letzten Folie nochmal ein Beispiel, das auch bei uns entstanden ist. Wir hatten gerade abgeschlossen ein Interreg-Projekt mit verschiedenen Design-Institutionen aus dem Ostsee-Anrainerstaaten. Da wurde unter anderem auch der Sustainability Guide entwickelt. Den hat vor allem das Schwedische Institut für Industriedesign entwickelt. Und der bietet auch nochmal einen guten Überblick über die ganze Thematik. Besonders interessant ist da in Dunkelblau dieses Kapitel zu Methoden. Da gibt es ein Tools-Archiv, wo man nochmal Werkzeuge findet. Unter anderem auch in dem Projekt entstanden das Circular Design Toolkit, das für Studierende, glaube ich, ganz spannend ist. Und unter Support findet man auch verschiedene Workshop-Angebote, falls doch ein paar Unternehmern hier dabei sind, auch nochmal ganz interessant, sich da Unterstützung zu holen. Genau, also wie man sieht, es gibt wirklich eine Riesenvielzahl an Instrumenten, was es bisher eben noch nicht so gibt. Deswegen schön, dass es jetzt an der Angewandten entsteht, den Fokus auf das Thema Reparierbarkeit zu wenden. Die meisten Tools, die es bisher gibt, die machen eben ein spannendes gesamte Thema. Und ich bin sehr gespannt, nachher in der Breakout-Session zu hören, was da schon für Erfahrungen sind und vielleicht auch noch von anderen Tools zu erfahren. Vielen Dank. Vielen Dank, Lisa, für den Vortrag und die Vorstellung der verschiedenen Tools und Projekten. Markus, hast du ein paar Fragen für uns an Lisa aus dem Chat? Es ist im Chat zwar schon das eine oder andere gechattet worden, aber es sind jetzt keine direkten Fragen, die sich mit dem Vortrag verknüpft haben. Also von der Seite bis jetzt nicht. Okay, dann machen wir das in der Diskussion, in der Breakout-Session, falls dann noch andere Projekte gibt, die vorgestellt werden können oder Rückfragen direkt an Lisa Czerny. Dann vielen Dank, Lisa, und wir kommen jetzt zum letzten Vortrag. Ich teile mal kurz meine Präsentation, damit ich nichts vergesse. Ja. Denn an Sepp Eisenriegler kommt man nicht vorbei, wenn man sich mit dem Thema Reparatur beschäftigt. Er ist Geschäftsführer vom RUS, vom Reparatur- und Servicezentrum in Wien und auch Gründer des RUS und Gründer des Reparaturnetzwerks Wien. Er hat früher bei der Umweltberatung auch gearbeitet. Er ist ursprünglich AHS-Lehrer
und jetzt Sozialökonom und Social Entrepreneur. Er ist auch Lobbyist auf EU- und Österreich-Ebene. Und jetzt konkret haben wir ihn angefragt, um uns auch aus den Erfahrungen zu erzählen, zur Ausbildung, die neuen Zanglerinnen kommen, die er jetzt gerade durchführt. Ja, dann darf ich an Sepp übergeben. Und ups, habe ich jetzt überhaupt geteilt? Nein, gell? Gut, und dann darf ich an Sepp übergeben. Herzlich willkommen und wir werden die Folien für dich teilen. Das macht wieder meine Kollegin. Ja, danke, Helene. Ich spreche jetzt von einem, hat man vielleicht schon verstanden, kleinen Teilbereich meiner Aktivitäten, die aber unabdingbar einer Lösung zugeführt gehören, weil, so wie der Steffen das schon bemerkt hat, wir haben ein Problem mit dem Nachwuchs. Bevor ich im Detail darauf eingehe, huschen wir über die ersten Folien drüber, die ich gerne drinnen gelassen habe, um, wenn sich's wer dann anschauen möchte, Zusatzinformationen zu bekommen. Wir haben da nicht nur das Schmetterlingsdiagramm der MEGASA Foundation etwas adaptiert und gezeigt, wo wir es für sinnvoll finden und uns dafür einsetzen, dass wir in den Kreisläufen der Circular Economy tätig werden. Das Schönste ist, die Überschrift zu diesem Chart stammt von mir und von Markus Bieringer. Reparatur ist die Königsdisziplin der Kreislaufwirtschaft. Das ließe sich in 30 Minuten auch leicht erklären, warum wir das so sehen. Vorläufig einmal nur die auf den Kopf gestellte Abfallhierarchie, nicht was die Begrifflichkeiten angeht, sondern was die Bedeutung angeht. Diese Pyramide ist ja normalerweise umgekehrt dargestellt, aber wir wissen, dass Vermeidung schon einmal das Wichtigste ist. Da gehört auch Reparatur dazu im Übrigen. Die Wiederverwendung oder Vorbereitung zur Wiederverwendung ist das Nächste und beim Recycling scheiden sich nach aktuellem Stand schon die Geister. Die nächste Folie, bitte. Wir haben hier versucht, den internationalen Rahmen darzustellen. Wir kennen alle die Agenda 2030, das Pariser Klimaabkommen. Und wir haben alle auch die Sorge, dass wir das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen werden. Obwohl die EU-Kommission nicht nur die Kreislaufwirtschaft eingeführt hat, nach langem Druck durch unser Eins ist nicht nur das RUS, sondern vor allen Dingen das große europäische Netzwerk, was sich jetzt eigentlich kulminieren hat lassen in die Right to Repair Initiative. Da sind circa 50 NGOs dabei und die haben schon Gewicht. Und es ist sehr schön zu wissen, dass Right to Repair jetzt sogar im Circular Economy Action Plan Nummer 2 drinnen steht. Das ist schon was. Die nächste Folie, bitte. Auch im nationalen Rahmen tut sich was. Wir haben viele von den vier vertretenen Organisationen auch unsere Anmerkungen dazu gemacht. Es ist nämlich die österreichische Kreislaufwirtschaftsstrategie. Und wenn man da im rechten Bildteil einmal die vielen Ray oder Rees sieht, dann denke ich, ist es ein großer Schritt in die richtige Richtung. Wenn es einmal anfängt mit Refuse, Rethink, Reduce, und das steht im grünen Bereich, dann kann es nicht von Grund auf schlecht sein. Nächste Folie, bitte. Hier haben wir den Versuch unternommen, den Reparaturmarkt in Österreich darzustellen. Und auch hier wird klar, dass die Reparatur von Gebrauchsgütern ein Riesenpotenzial hat. Wenn man es vergleicht mit den Reparaturen an Kraftfahrzeugen, oder auch von industriell genutzten Maschinen,
dann sieht man, wie wenig derzeit von Haushaltsgeräten repariert wird, aber da zählt auch natürlich dazu die Unterhaltungselektronik und IKT. Es wird auch in der Quelle ein bisschen vermischt mit Möbeln, aber die werden ja bekanntlich noch weniger repariert. Also wenn man sich das anschaut, 4,5% des gesamten Reparaturmarktes wird derzeit ausgegeben für Reparaturen von Elektro-Elektronikgeräten und Möbeln, dann glaube ich, ist das ausbaufähig. Nächste Folie bitte. Die Politik ist gefordert und handelt. Wir haben Erfahrungen gemacht mit der Wiener Reparaturförderung namens Wiener Reparaturbon. Ich muss zu meinem Leidwesen feststellen, dass die reparaturwütigen Kunden genau demselben Slogan unterliegen wie die Saturn-Kunden. Geiz ist geil. Sobald man mal Reparaturen zum halben Preis bekommt, ins Unreine gesprochen, dann eilen die Menschen in Scharen herbei und lassen reparieren. Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass hier Marktversagen vorliegt und dass man Reparaturförderung sozusagen als Krücke hier sinnvoll einsetzt. Aber das Ende der Bemühungen muss schon sein, dass wir eine wirkliche ökologische Steuerreform bekommen, die insbesondere die kritischen Rohstoffe besteuert und die Arbeit entlastet. Sonst werden wir auf die Dauer das aus Steuergeldern finanzierte Reparaturfördersystem nicht ewig aufrechterhalten können. Und ich finde es auch gut so, wenn Marktversagen endlich einmal in dem Sinn, wie ich es gemeint habe, mit einer wirklichen ökologischen Steuerreform behoben wird. Eine schöne und gute Nachricht ist, es gibt jetzt bald den österreichweiten Reparaturbonus. Ich rechne damit ab Ende April. Da geht es dann bis zu 200 Euro Fördermaximalbetrag. Bis zu einer Reparatur von 400 Euro kann man sich also 50% sparen. Und aus meiner Praxis, wir machen selten Reparaturen, die teurer sind als 400 Euro. Nächstes Chart bitte. Es ist also schon einiges gelungen, von der Standardisierung auf der EU-Ebene über die Entwicklung von unabhängigen Testmethoden, die den Herstellern aufgezwungen werden, haben wir schon viel erreicht. Ich wiederhole mich jetzt nicht mit der Krücke-Reparaturförderung. Ich möchte aber jedenfalls sagen, es gibt von der europäischen Ordnungspolitik einen extrem starken Rückenwind. Und das kann ich euch nicht ersparen. Wir hoffen auch irgendwann einmal die EU mit unseren Bemühungen zu verlassen und in die ganze Welt hinauszugehen. Ein erster Grundstein dafür ist gelegt. Das RUS ist als einziges Unternehmen Österreichs ein SDG Good Practice der Vereinten Nationen. Was wir jetzt brauchen, ist eine entsprechende Reparaturinfrastruktur. Der Mangel an Reparatur- und Servicetechnikerinnen ist hausgemacht. Es gibt nämlich keine spezifische praxisorientierte Berufsausbildung in diese Richtung. Bitte das nächste Chart. Wir haben als Grundlage für unsere aktuell gerade im Endstadium befindliche Ausbildung zum Reparatur- und Servicetechniker. Respektive, ich muss auch sagen, es ist eine Frau dabei, also Reparatur- und Servicetechnikerinnen, hergenommen, was wir in mehreren Erasmus-Projekten bereits entwickelt haben. Das sind nämlich Curricula für Secondhand Reuse und Reparatur. Wir arbeiten auch an einem neuen Erasmus-Projekt, das wurde bereits bewilligt und heißt Bildung für nachhaltige Entwicklung. Nächstes Chart bitte. Ausgestattet mit diesem Wissen machen wir seit Jahren bereits nicht nur Lehrlingsausbildung bei uns selbst,
sondern auch Arbeitstrainings für, meistens sind es langzeitarbeitslose Mechatroniker und Mechatronikerinnen. Es können derartige Arbeitstrainings von den AMS-Regionalstellen gewährt werden. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die Budgetsituation ist. In Wien gibt es das für längstens 12 Wochen. Die meisten machen das gern in Vollzeit. Sie haben keinen finanziellen Nachteil, aber sie kriegen auch fast nichts dazu. Nämlich die Betroffenen bekommen ihre gewohnte Transferleistung, die heißt üblicherweise Deckung des Lebensunterhalts, kurz DLU. Der betreuende Betrieb bekommt nichts, hat aber erhöhten Betreuungsaufwand. Das heißt, ökonomisch gesprochen, wenn wir solche Leute betreuen, können wir weniger Stunden verkaufen. Unsere Erfahrung ist, dass man bei durchschnittlich 10 Arbeitstrainings pro Jahr einen künftigen Mitarbeiter betreuen und entwickeln. Meistens brauchen diese Leute aber dann durchschnittlich weitere 3 bis 6 Monate, bis das gewünschte Niveau an Fähigkeiten und Fertigkeiten erreicht ist. Nächstes Chart, bitte. Jetzt beenden wir, ich habe schon erwähnt, unser Projekt Resitec. Das ist ein Pilotprojekt vom AMS finanziert und wird gemeinsam mit dem Berufsförderungsinstitut, dem BFI, durchgeführt. In 6 Monaten sollten 10 Trainees Kenntnisse aus dem Bereich Elektronik, Elektrotechnik, Mechatronik erwerben und praktische Erfahrungen in der Reparatur und Wartung von Haushaltsgeräten sammeln. Teamarbeit, Kundenorientierung, Nachhaltigkeitsbildung stehen dabei ebenso auf dem Programm wie das Reparatur-Know-how aus dem Werkstättenalltag. Diese Weiterbildungsmöglichkeit soll bei Erfolg des Pilotprojektes regelmäßig angeboten werden, idealerweise als Möglichkeit der Spezialisierung in der Mechatronikerinnen-Lehrlingsausbildung. Dazu komme ich noch. Wir haben, so wie es derzeit ausschaut, jetzt 2 dieser Trainees über die 6 Monate verloren. Einer davon durchaus mit Erfolg, der hat nämlich während des Trainings ein Jobangebot bekommen und angenommen. Und einen haben wir leider verloren. Das ist aber, und in dem Geschäft kenne ich mich aus, wenn man mit am Arbeitsmarkt Benachteiligten zusammenarbeitet, öfter der Fall. Nächstes Chart bitte. Was wir uns auch noch einfallen lassen haben, nachdem wir ein Social Franchising System erarbeitet haben und sich immer mehr sozialökonomische Betriebe melden, die interessiert sind, als Franchise-Partner aufzutreten, haben uns wir das überlegt und haben dafür auch schon ein erstes Konzept entwickelt mit dem Ziel, bestimmte arbeitsintegrative Betriebe, die ohnehin schon in dem Bereich tätig sind oder ein neues Geschäftsfeld eröffnen wollen, zur Brutstätte für Reparatur- und Servicetechnikerinnen zu machen und natürlich auch zu nutzen, weil es kann nur Vorteile geben für den arbeitsintegrativen Betrieb. Da zählt ja sehr stark auch die sogenannte Outplacement-Quote. Und bei der Nachfrage nach Reparatur- und Servicetechnikerinnen wäre es leicht, die in ungeahnte Höhen zu treiben. Wir haben dazu schon Kontakt aufgenommen zum AMS und ich warte noch auf eine etwas ausführlichere Antwort im Sinne eines Feedbacks zu dem, was wir da vorschlagen. Das, was vielleicht am meisten irritiert, ist die Frage, wer sagt eigentlich, dass ein sozialökonomischer Betrieb, also ein arbeitsintegrativer Betrieb, immer ein sozialintegrativer Betrieb bleiben muss. Wir selbst haben die Erfahrung gemacht, dass wir uns wohl nicht ganz freiwillig, aber doch aus einem sozialökonomischen Betrieb herauskommend selbstständig gemacht haben.
So, und jetzt, glaube ich, kommen wir dorthin, wo schon ein Hinweis gegeben wurde. Wir hätten gerne, dass der Modullehrberuf Mechatronik angereichert wird, um genau das, was wir jetzt zu einem guten Ende bringen, nämlich mit einem zusätzlichen Hauptmodul der Reparatur- und Servicetechnik. Erste Kontaktnahmen mit den Zuständigen haben Interesse geweckt. Wir werden auch unsere eigenen Curricula zur Verfügung stellen. Und wenn die anderen Systempartner, wie zum Beispiel die Wirtschaftskammer, die Arbeiterkammer und der ÖGB, es sich leicht machen wollen, dann bringen wir das genauso durch. Und können, schätze ich, weil auch da gibt es sehr, sehr freundliche Nasenlöcher, ein Pilotprojekt in Wien starten mit der zuständigen Berufsschule und denen, die für die Lehre verantwortlich sind, insbesondere für die Lehre zum Mechatroniker, zur Mechatronikerin. Was interessant ist, ist, dass ja eigentlich im Curriculum, im Bestehenden, ohnehin schon drinnen steht, das systematische Aufsuchen und Eingrenzen und Beseitigen von Fehlern, Mängeln und Störungen und Instandhalten und Warten. Aber bei meinen vielfältigen Erfahrungen mit Leuten, die die Mechatroniker-Ausbildung abgeschlossen haben, zeigt, dass das offenbar sehr, sehr stiefmütterlich behandelt wird. Und jetzt, wenn es noch eine gibt, die letzte Folie bitte. Ja, ich glaube, da brauche ich nicht viel dazu sagen. Wir bemühen uns um weitere Projekte, die wir jetzt gerade beantragen, die auch damit zu tun haben, wovon ich rede. Und jetzt, glaube ich, wirklich die letzte Folie. Ich darf mich für die Aufmerksamkeit bedanken und freue mich auf Fragen respektive auf die Breakout-Session. Vielen Dank. Markus, ich habe ein paar Fragen gesehen und Anmerkungen im Chat. Ja, ich fange gleich mit der letzten an. Die Frage, welche Rolle könnten HTLs bei solchen Ausbildungsthemen spielen? Das ist eine wunderbare Frage. Unser Wunderkind im Russ, auch Cheftechniker im Projekt Prompt, ist ein HTL-Abgänger. Also das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass wir immer wieder feststellen, dass die Praxis nicht nur in der Lehre zu kurz kommt, sondern auch in dieser Form der Schule. Aber vielleicht könnten wir uns da mit jenen zusammensetzen, die da was ändern können und wollen, um auch eine, in der HTL-Ausbildung die Reparatur- und Servicetechnik neu zu definieren und den Jugendlichen wenigstens einmal den Anreiz zu geben, darüber nachzudenken, ob das nicht ein schöner Job für sie wäre. Es ist ein schöner Job. Meine Vor-Ort-Service-Techniker beispielsweise machen am Tag bis zu 10 Kundinnen glücklich und verdienen eine Lawine. Dann eine Frage, die relativ am Anfang gestellt wurde, wo du die positiven Rahmenbedingungen, die sich jetzt gerade sozusagen so positiv entfalten, gesprochen hast. Die Frage, warum sperren dann trotzdem viele Kleinbetriebe zu in dem Bereich? Es ist wahrscheinlich gemeint Reparaturbetriebe. Genau. Ja, na, weil ja bis jetzt reparieren und zwar seriös reparieren, da gibt es einen großen Unterschied zu jenen, die nicht im Reparaturnetzwerk Wien organisiert sind, das sind die schwarzen Schafe mehrheitlich, eine Liebhaberei war. Also man kann aufgrund der vom Steffen schon genannten Gründe eigentlich mit einem Durchschnittspreis für einen Vor-Ort-Service an einer Waschmaschine, was bei uns im Durchschnitt 152 Euro kostet, also wir sind ein bisschen billiger als der deutsche Durchschnitt, im Vergleich zu einer 249 Euro Waschmaschine neu, die Leute nicht dazu überreden oder davon überzeugen, dass das eigentlich eine falsche Entscheidung wäre.
Ich sage immer, die Konsumtrotteln in dieser Welt sind nicht in der Lage, die Investitionskosten mit der Nutzungsdauer zu verknüpfen. Und deswegen glauben sie tatsächlich, dass eine Waschmaschine um 249 Euro billig ist. Wenn man aber weiß, dass die nach spätestens 3 Jahren kaputt geht und keinesfalls aufgrund des Produktdesigns wirtschaftlich zu reparieren ist, dann weiß man, was da zusammenkommt. Wenn man 20 Jahre saubere Wäsche haben will, genügt eine billigere Miele, also eine günstigere Miele um ca. 800-900 Euro. Aber wenn man stattdessen jetzt, ich weiß nicht, das war glaube ich eine Candy, die der Steffen gezeigt hat, knapp 10 Candys braucht, um 20 Jahre saubere Wäsche zu haben, sagen wir halt 7 oder 8, dann weiß man auch, wenn man diese Investitionskosten zusammenzählt, dass die billigen Waschmaschinen die teuersten der Welt sind. Und mit dem Problem sind wir bis jetzt alleingelassen worden. Ich bin überzeugt davon, dass das weniger werden von seriösen Reparaturbetrieben mit dem jetzt über 5 Jahre geplanten Reparaturbonus, den es bundesweit gibt, ein Ende hat. Okay. Eine Frage, die auch gestellt wurde sozusagen, war, wenn jetzt die Geräte immer besser reparierbar sind, ob das nicht auch wieder ein Problem wäre für die Reparaturbetriebe, weil dann kann sich eh jeder Konsument selber machen. Also die Technikaffinität der österreichischen Seele ist so gering, dass ich mir deshalb überhaupt keine Sorgen mache. Wenn Sie wissen, dass wir 25% unserer Vorortreparaturen deshalb durchführen, weil die Leute inzwischen nicht mehr wissen, dass man technische Geräte auch warten muss und wir ihnen das Flusensieb ausräumen, das Verstopfte, und die Waschmaschine wieder läuft, dann glaube ich, ist das eine gute Antwort auf die Frage. Okay, also das waren, glaube ich, die, also es wird jetzt weiter gechattet, aber ich glaube, das wird dann soweit vielleicht noch für dich interessant. Vom AMS Mini, Sabine Bodingbauer hat gemeint, die budgetäre Situation ist derzeit gut, also vielleicht ist das eine positive Nachricht für deine Bemühungen. Ja, danke schön. Ja, dann würde ich es da abschließen. Ja, vielen Dank, Markus, und vielen Dank, Sepp, und danke an alle Vortragenden und die Fragen dazu, die schon vorangegangen sind. Ich teile jetzt, diesmal wirklich, nochmal kurz den Bildschirm, um die Breakout-Sessions vorzustellen, damit Sie sich jetzt schon während der Pause Gedanken machen können. Ja, ein bisschen langsam. Welcher Sie teilnehmen wollen. Es gibt 4 Breakout-Sessions mit jedem Vortragenden, mit jeder Vortragenden ein bestückt und zusätzlich noch ein Moderator oder eine Moderatorin von uns, die unterstützt und mitschreibt. Die erste, also die Breakout-Session 1 ist mit Steffen Wangerow über die rechtlichen Rahmenbedingungen. Dann die zweite Breakout-Session geht es um mehr langlebiges Design an den Unis mit Peter Knobloch. Die dritte Breakout-Session ist, was brauchen Designerinnen und die Tools, die besprochen wurden. Und dann die dritte mit Lisa Czerny und die vierte mit Sepp Eisenriegler über die Wünsche, Bedürfnisse, Reparateurinnen und die Ausbildung. Sie werden dann nach der Pause, wenn Sie zurückkommen, wird am Bildschirm erscheinen eine Einladung einer der 4 Breakout-Sessions zu folgen. Da klicken Sie dann drauf und werden in die Breakout-Session weitergeleitet. Sollten Sie da Probleme haben, wenden Sie sich bitte an die Gabriele Humolka, den technischen Host heute, und wir werden das gemeinsam schaffen. Ja, dann wünsche ich Ihnen eine angenehme Pause. Wir werden bis 10 nach, oder jetzt ist ja, wenn wir bis 10 nach die Pause haben und dann bitte pünktlich wieder zurück und gleich in die Breakout-Sessions starten.
Ja, ich melde mich noch kurz aus dem Off. Es sind nicht alle Namen mit Vor- und Nachnamen und Organisation. Das würde dann helfen, das fürs Netzwerken in den Breakout-Sessions, falls es jetzt in der Pause oder nachher noch umstellen möchten. Danke.
Das werden wir nicht nochmal gefragt, oder? Aber haben alle schon vorher zugestimmt. Ich darf gleich als Erste beginnen aus unserer Breakout-Session über die Ausbildung und den Fachkräftemangel oder hoffentlich bald nicht mehr Mangel zu besprechen. Ich teile dafür meinen Bildschirm, um zu zeigen, was ich mitgeschrieben habe. Wir haben, also das kennen die aus meiner Gruppe jetzt auch noch gar nicht, das habe ich im Hintergrund befüllt, aber ich habe versucht, ein bisschen mitzuschreiben und aufzufangen, was für in den Diskussionen gefallen worden ist und was in der Diskussion öfter angesprochen worden ist, dass es im Moment einfach noch ziemlich uncool ist, die Reparatur, dass es irgendwie schwierig ist, das attraktiv zu vermitteln, dass meistens, wenn man es ihnen dann zeigen würde, dann würde es einige geben, denen das gefällt, aber wenn man nur mal kurz sagt Reparatur, dann ist das eher uncool. Es wird aber ein Zukunftsberuf sein, weil sich jetzt durch die Kreislaufstrategie einfach in ganz Europa da viel ändert und da wird es einen Shift geben und das ist eben die Herausforderung, wie kann man jetzt die Ausbildung und die Jugendlichen dazu zu bewegen, das jetzt zu machen, auch wenn es jetzt im Moment noch nicht so der Traumberuf, oder nicht der Traum, sondern nicht der so vielversprechende Beruf ist, weil das hat auch der Sepp nochmal gesagt, dass es im Moment der Nachwuchs noch schwer hat, sofort eine Anstellung zu bekommen, weil die Reparaturbetriebe wirtschaftlich oft nicht so gut dastehen im Moment durch dieses Marktversagen, das vorher schon besprochen worden ist. Was wir auch besprochen haben, ist, dass einfach die Reparatur immer komplizierter wird, dass die vom Design her so nicht so ganz zum Reparieren designt sind oft und dass dadurch auch viel Know-how notwendig ist und man nicht so leicht Erfolgserlebnisse hat, wie das vielleicht früher war und dass jetzt auch einfach der Tausch der Reparatur vorgezogen wird. Aber dass ich noch in die positiven Bereiche gehe, ja, dass man, oder irgendwie, was kann man tun dafür, dagegen oder dafür, ist aber besonders im Kleinkinderalter schon anzufangen, in der Volksschule, Kindergarten oder Unterstufe, um da wirklich, dass sie da mehr in Kontakt kommen mit dem, weil im privaten Umfeld kommt man nicht mehr so viel in Kontakt und dadurch das Berufsbild auch interessanter wird. Und es gibt ja schon viele Projekte mit interessanten Lehrplänen oder Ergänzungen für Lehrpläne, die aufgenommen werden könnten. Und da ist jetzt halt die Bildung und die Politik gefragt, das auch umzusetzen. Und ja, man braucht auf vielen Ebenen Bewusstseinsarbeit dazu, dafür. Und ja, Reparaturcafés in Schulen sind da ein gutes Mittel, um sie da ins Tun zu bringen. Jetzt mit Corona war das schwierig, aber vielleicht ist das in Zukunft bald wieder möglich. Ja, ich glaube, das wäre es mal in Kurzform von meiner Gruppe. Und dann darf ich weitergeben an die Daniela. Ich stoppe die Bildschirm. Ja, jetzt. So, gut, dann mache ich gleich weiter. In unserer Gruppe ist darum gegangen, was DesignerInnen brauchen, damit sie langlebige Produkte designen können. Und also es sind so ein paar verschiedene Themen aufgekommen. Das eine war das Thema Open Source, also die Möglichkeit, dass man uneingeschränkt auf Informationsmaterialien zum Reparieren zum Beispiel zugreifen kann. Wir haben zwei angehende DesignerInnen in der Gruppe gehabt, die was gesagt haben dazu. Und zwar sehen sie da eigentlich viele Möglichkeiten, die dadurch zustande kommen könnten. Es ist dann so ein bisschen drum gegangen, also ein Einwand ist dann gekommen, wenn man Dinge so designt, dass sie langlebig sein sollen oder sind, ist es dann nicht so quasi ein Schnitt ins eigene Fleisch und dann wieder weniger produziert und weniger konsumiert.
Aber da haben die beiden, waren da sehr positiv und gesagt, es gibt dann, da muss man neue Geschäftsmodelle entwickeln, finden. Und zum Beispiel ist auch das Thema Service statt Produkt angesprochen worden. Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Man muss nur einfach agil bleiben im Denken. Dann war auch ein Thema, wie verbreitet man so dieses Wissen, das es schon gibt zu Produkten. Im Bereich Software ist das, funktioniert das schon sehr gut. Das ist angesprochen worden, im Bereich Hardware ist das oft schwer zu verbreiten, beziehungsweise sind das oft so kleinere Bastlerprojekte. Ja, und da war so ein bisschen der Wunsch, dass da mehr Professionalität noch reinkommt, eben bei den Open Source Verbreitung von diesem Wissen. Ein wichtiges Thema war natürlich auch noch, dass die AuftraggeberInnen, also das sind die AuftraggeberInnen von den DesignerInnen, das heißt, da muss auch einmal ein Umdenken stattfinden. Ganz vorweg, bevor wir in diesen Workshop-Charakter gegangen sind, haben wir auch noch gesprochen, dass natürlich, also das, die Basis von dem Ganzen ist, dass das Reparierbarkeitswissen, oder einfach, dass die Schülerinnen lernen von klein auf, dass Dinge so langlebig produziert werden sollten und auch repariert werden können. Also das ist einfach schon ganz verankert ist in der Ausbildung, wäre noch sehr wichtig. Ja, Auftraggeberinnen, bei denen soll es ein Bewusstsein geben für die Langlebigkeit von Produkten. Und was auch noch angesprochen worden ist, dass es mittlerweile oft Produkte gibt, die so technisch fast dasselbe können wie vor 10 Jahren, aber es gibt dann halt noch bestimmte Sonderfunktionen, die vielleicht die KundInnen gar nicht bräuchten, aber quasi mitkaufen müssen. Und dass man da auch wirklich nochmal näher auf die Kundenbedürfnisse eingeht und nicht einfach, ja, also dass der oder die Kundin wählen kann, welche Funktionen das Produkt noch hat. Also wenn man jetzt sagt, die Waschmaschine muss das eine smarte Waschmaschine sein, die noch zusätzliche Funktionen hat, oder reicht es, wenn die einfach nur die Wäsche wascht? Genau, das waren eigentlich alle Punkte aus unserer Gruppe. Vielen Dank, Daniela, fürs Zusammenfassen. Dann bitte ich jetzt als Nächste die Billy Rehwald aus ihrer Gruppe zu berichten, was ihr diskutiert habt. Oh, ich teile das vielleicht auch ganz kurz. So. Das ist jetzt hoffentlich für alle sichtbar. Ja, wir sehen es gut. Sehr gut. Hier bei uns in der Gruppe ging es auch vor allem darum, wie kann man diese Lehrveranstaltungen und die Reparierbarkeit vor allem an Universitäten und FHs irgendwie verankern. Und ich glaube, dass eins der zentralen Themen, die ich da irgendwie mitgeschrieben habe, so ist auch die Frage, wie man damit umgeht, dass es einfach einen vollen Stundenplan, ein volles Curriculum gibt, wo einfach dieser Platz geschaffen werden muss für dementsprechende Lehrveranstaltungen. Und ob dafür halt Grundlagen weichen müssen oder ob man nicht besser, also quasi irgendwie Möglichkeiten schafft, das auch innerhalb von bestehenden Curriculum, innerhalb von bestehenden Lehrveranstaltungen und Plänen unterzubringen. Und sicher ein wichtiger Punkt ist dabei sich auch die kritische Konsumentinnenbildung. Also wir hatten zwei Werklehrerinnen da auch dabei, bei denen eben genau dieser Umgang, dieser kritische Umgang, glaube ich, und dieser Bildung in der Altersstufe schon zu einem kritischen Konsumentinnen, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt ist. Und die To-Dos, die ich mir da jetzt rausgestrichen hätte, für mehr Reparierbarkeit und langlebiges Design an Unis und FHs, wären vor allem einmal diese weitreichende Vernetzung von Unterrichtsmaterialien, wo, glaube ich, genau diese Veranstaltung schon mal ein wichtiger Punkt ist, damit alle zusammenkommen, sich vernetzen können und eben diese Unterrichtsmaterialien untereinander auch teilen können und damit man sieht, wie kann man das bei sich in der eigenen Organisation einbringen. Und
wie auch Übungen entwickelt werden, die in verschiedenen Fächern einsetzbar sind. Also quasi wie dieses Thema modular in verschiedensten Fächern einfließen kann. Und es nicht zwangsläufig, obwohl das ein, da glaube ich, weiß ich, die Gruppe eigentlich natürlich ein sehr guter Ansatz ist, da eine spezifische Lehrveranstaltung zum Thema Reparierbarkeit zu machen, aber das auch wirklich in den verschiedenen Fächern einfließen zu lassen. Und ich glaube auch ein wichtiger Satz, den ich mitgeschrieben habe, war dieses Qualität sollte nichts Elitäres sein, sondern eine Grundfunktion der Produkte, dass das irgendwie auch so eine Kernaussage ist. Und bei uns kam aber auch das Thema auf, ob das dann Postwachstumsausbildungen sind und ob die dann vielleicht dazu führen, dass es sicher so ein Hindernis oder so eine Angst, die da auch am Weg liegt, ob man dann die Auszubildenden quasi für etwas ausbildet, wo dann diese Arbeitsplätze nicht da sind. Aber ich glaube, da spielt eben dieses Qualität als Grundfunktion von Produkten und dass man dann halt einfach eine viel weitreichendere Ausbildung hat oder sich neue Felder sucht oder eben einfach auch mit bestehenden Produkten und durch die Reparierung da einfach neue Arbeitsplätze oder andere Ansätze geschaffen werden. Also das wäre jetzt, Peter, ich weiß nicht, ob du da noch was hinzufügen magst, aber das wäre jetzt meine Zusammenfassung von unserem Gespräch gewesen. Das war eigentlich sehr komplex. Also beim Postwachstum war quasi noch die Anmerkung, dass quasi die Reparateurinnen und Wartungstechnikerinnen, die durchaus wachsen sollen, aber nicht die Müllberge. Dann danke. Ja, vielen Dank. Sehr spannende Zusammenfassung aus der Gruppe. Dann bitte die Bildschirmteilen aufheben und dann bitte ich Markus für die Zusammenfassung aus der Gruppe rechtliche Rahmenbedingungen, was es da für Wünsche und Hindernisse und To-Dos gibt. Ja, dann werde ich jetzt auch meinen Bildschirm freigeben. So, sehen das jetzt schon alle? Ja. Wieder eingefroren vielleicht. Vielleicht geht es gleich wieder. Warten wir ganz gut, sonst kurz vielleicht Steffen, wenn du übernimmst und das kurz aus eurer Gruppe berichtet, was ihr diskutiert habt. Gerne. Also vorweg, wir sind mit der Zeit, glaube ich, nicht ganz klar gekommen, deswegen haben wir jetzt nur so ein paar Sachen zusammengefasst. Also wie wären die perfekten rechtlichen Bedingungen für mehr Reparatur? Sind wir so ein Stück weit zu dem Schluss gekommen, dass die Beratung beziehungsweise das am Moment, wo ich eigentlich die Entscheidung treffe für eine Reparatur oder gegen eine Reparatur und für einen Neukauf, jetzt ist es leider weg, ich da leider kein Zugriff. Genau, aber das kann ich vielleicht noch zu Ende führen, dass an dem Punkt eigentlich der Kunde nur hin zu einem Neukauf beraten wird in den allermeisten Fällen. Wenn ich heute das Wort Waschmaschine bei Google eingebe, bekomme ich 10 Infos, wo ich eine neue Maschine kaufen kann, aber keinen einzigen Hinweis dahin, dass auch eine Reparatur eine Alternative zum Neukauf sein könnte. Entschuldigung. Der Markus wieder da, jawohl. Ja, Entschuldigung. Hört man mich wieder und sieht man die Präsentation? Ja, wir sehen und hören dich. Also Steffen hat kurz eingesprungen und hat schon begonnen. Genau, danke. Also Beratung durch den Handel war ein Thema, der durch Onlinehandel ist sozusagen das Ganze erschwert, aber es werden zum Teil einfach die falschen Produkte gekauft und es krankt schon am Anfang. Und ein Hinweis war auch in Gebrauchsanweisungen vielleicht dahingehend zu gestalten, dass bessere Informationen zu Wartung und Reparatur gegeben sind, wobei dann durchaus diskutiert wurde, ob die dann gelesen werden oder nicht, weil also oft nimmt man diese ja gar nicht wahr. Dann in Richtung To-Dos für mehr Reparatur wurde gesagt, dass es eigentlich sehr früh anfangen sollte, schon in der Schulbildung, dass sozusagen Bildung in Richtung Wartung und Reparatur sehr früh beginnen sollte. Dann Schwerpunktsetzungen in den Berufsschulen, da könnte Bewusstsein in unterschiedlichen Gegenständen integriert werden, sowohl im Bereich politische Bildung, aber auch in den einzelnen sozusagen wirklichen Fachbereichen. Und da war sozusagen die Aussage, das würde jetzt schon gehen, also mit den bestehenden Lehrplänen, man kann hier individuelle Schwerpunktsetzungen machen.
Ein Thema war auch sozusagen die in Weiterbildungskonzepten für Hochschulen das Reparaturthema verstärkt und Langlebigkeitsthema verstärkt zu integrieren. Und generell in der Verbraucherinnenbildung, da war das Thema, es sollte eigentlich am Point of Sale erfahrbar sein oder man sollte Wissen sammeln können über die Langlebigkeit und Reparierbarkeit. Deshalb ist der Reparierbarkeitsindex ein mögliches Tool dafür. Und es wurde auch sozusagen so, also Google zum Beispiel erwähnt, dass hier, wenn man bei Google Waschmaschine eingibt, dann bekommt man lauter Verkaufsangebote. Es steht aber nichts zum Thema Reparatur dabei. Das heißt, hier sollte Reparatur, das Thema Reparatur irgendwo auch vorgereiht werden. Und abschließend möchte ich noch sagen, von den Allianz Nachhaltigen Universitäten gibt es Arbeiten zum Thema SDGs. Das könnte als Ressource genutzt werden. Zum Beispiel gibt es einen Schwerpunkt zum Thema Circular Economy mit Maßnahmenvorschlägen. Da hat die Renate Hübner darauf hingewiesen, dass man diese Ressourcen auch nutzen kann von ihr. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Dann teile ich jetzt meine letzten Ausblicksfolien. Was wir noch im Projekt geplant haben und wo auch jetzt der ganze Input und so noch weitergetragen wird, das einerseits natürlich als Anregung für die zweite Veranstaltung im Rahmen des Projekts Design for Repairability, die im September 2022 stattfinden wird. Das Lehrveranstaltungskonzept, was jetzt im ersten Durchlauf gerade abgehalten wird, wird natürlich auch überarbeitet, also wird Feedback angepasst und dann weiterentwickelt, falls Interesse dafür besteht. Das wird dann im nächsten Semester der zweite Durchlauf starten. Es werden die Unterlagen auch dann online auf der Webseite von der Umweltberatung zur Verfügung stehen. Auch jetzt nach der Veranstaltung schicken wir Ihnen das per E-Mail und auch mit der Verlinkung auf die Webseite, wo Sie die Aufzeichnung dann im Nachhinein, aber auch noch andere Informationen und die Folien von den Vortragen zugeschickt bekommen. Und wir möchten Sie auch einladen zu den weiteren Veranstaltungen. Und wir haben jetzt eine E-Mail-Liste und wollen dann fragen hier offiziell, ob wir Sie wieder anschreiben dürfen, um Sie für die weiteren Veranstaltungen einzuladen. Falls Sie das nicht wünschen, dann schreiben Sie uns das bitte entweder im Chat oder per E-Mail, dann nehmen wir Sie von der Liste. Ansonsten würden wir Sie eben dann einladen für ähnliche Veranstaltungen wie dies auch nicht im Projekt, aber am 19. Mai 2022 machen wir eine weitere Online-Veranstaltung zum Thema Reparatur, Dialog pro Reparatur, Strategien und Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft. Da wird es auch wieder ein bisschen um die Ausbildung gehen und Reparatur und Reparaturbonus. Wird sicher auch sehr interessant. Und dann die zweite Design for Repairability-Anmeldung. Wenn Sie keine Informationen über Reparaturveranstaltungen oder Reparatur verpassen wollen in Wien, dann können Sie sich gerne auch für den Newsletter beim Reparaturnetzwerk anmelden. Da kommt ungefähr 6-mal im Jahr ein Newsletter anlassbezogen, falls es Veranstaltungen oder große Neuigkeiten gibt. Ja, dann bleibt es für mich nur noch, mich für Ihre Teilnahme zu bedanken und im Namen des gesamten Teams, Projektteams, der mit unterstützt hat. Und es ist ein wirklich spannendes Projekt und ich freue mich, mit Ihnen weiter in Kontakt zu bleiben, falls Sie jetzt noch weitere Vernetzungsanfragen haben oder sich austauschen möchten, können Sie sich gerne auch bei mir per E-Mail melden im Nachhinein. Und ich freue mich, die Diskussion offline und online weiterzuführen. Vielen Dank.